Hallo und herzlich willkommen. Power zu haben, ne? Ihr wisst das. Warum darfst du das immer machen? Komm, mach doch mal und Björn darf auch. Dankeschön, Dankeschön. So, hallo liebe Bromantiker, jetzt hat auch Björn Werner einen Tropfen in der Hose. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Primetime Football. Oh! Warte, können wir auch. Sorry, okay. So, jetzt haben wir uns selbst genug beweihräuchert. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Primetime Football. Hier aus dem der Player. Und wir danken natürlich nicht nur dem Player, sondern auch unserem Presenter. Cyberport. Cyber. Hey! Bist du jetzt Anklatscher? Wir haben heute wieder illustre Gäste. Einen kennt ihr. Er sitzt da, er ist, wie heißt es nochmal, diese komischen Nakakura? Akatsuki. Wohin? Was? Gesundheit. Jemand hat mich gefragt, warum ich das so komisch sage. Auf Deutschland sagt man, in Deutschland sagt man Akatsuki, aber es ist Japanisch, weil Akatsuki, das U ist okay. Silent eigentlich. Okay, heute hat er aber ein Tigers-Jersey aus der Major League Baseball an. Kasim Edebali, Applaus! So, und dann haben wir natürlich den wichtigsten Mann hier in der Runde, den echten Experten, der Mann, der Kinderfernsehen salonfähig gemacht hat. Oh. Er war an meiner Seite am Sonntag live aus dem historischen Wembley-Stadion und hat die Wurst richtig vom Teller gezogen. Es war mir ein Gedicht neben uns, der Mann vom Togo Touchdown. Er ist es, Herr Dr. Professor Florian Ambrosius. Applaus! Björni, aber den Allerwichtigsten musst du vorstellen. Der ist der Allerwichtigste. Und dann kommt noch ein Wichtiger. Aber erstmal, hallo, Tim Erlachtsson, Hansi, Chatman, was geht ab? Chatman! Moin, moin. Der Wichtigste bin ich aber nicht, der Wichtigste bin ich nicht. Bist du traurig, dass du jetzt nicht mehr hier sitzen darf? Patrick ist bisschen, hat sich wieder darüber gefallen. Ist ein bisschen entspannter, wenn man so seine Zeit hat hier. Was machst du heute für uns, für die Leute, die zum ersten Mal hier sind? Die Leute, die zum ersten Mal hier sind, die es wissen, wissen es, muss ich nicht nochmal sagen, aber ich sag's trotzdem nochmal für die, die neu dabei sind. Ich gucke auf den Chat nicht nur News, sondern auch den Chat. Habt ihr Fragen, habt ihr Diskussionspunkte, packt es in den Chat. Ich habe den Chat gerade auf, ich sehe euch zu Hause. Also falls ihr was habt, packt es in den Chat. Ich sehe euch zu Hause. Kurz einmal, cool. Vor zwei Wochen waren wir oben in dieser kleineren Location und da kamst du mit Breaking News rein, weil ein Bromantiker in den Chat gepackt hat. Auf einmal gab es noch auf Ticketmaster NFL-Tickets. Er hat uns gesagt und den Leuten da draußen, geht jetzt auf Ticketmaster und Leute haben uns danach geschrieben und gesagt, ja, boah, stimmt. Hätte ich nicht Primetime geguckt, hätte ich keine Tickets. Sie das haben ist irgendwie geil. Noch, irgendwie haben die dann noch Tickets geil. Bekommen, weil irgendwie welche frei geworden sind. So, viel wichtiger, wir haben einen weiteren Gast, der ist zugeschaltet aus Texas. Mark Nezacha, Ex-NFL-Spieler. Wo bist du? Hey. Hey. Oh, let's go! Hey. Hast du jetzt endlich dein Testimonial-Deal, dein Sponsorship-Deal mit hier, weiß ich nicht, irgendein Zahnpasta oder sowas? Weil deine Colgate! Ja, naja, da arbeiten wir noch dran, aber ey. Wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich habe euch vermisst, Leute. Wie läuft das Leben, Mann? Wir haben ja lange jetzt schon nicht mehr gesprochen, auch wir privat nicht. Deswegen, wir haben gesagt, komm, lass mal Marc wieder einladen. Wie läuft das Immobilienbusiness? Komm, gib uns mal ein bisschen was. Was geht ab zu Hause? Ist ein weiteres Kind auf dem Weg? Hast du Langeweile? Erzähl mal ein bisschen. Der, nicht jeder macht das. Guck mal, jetzt wissen wir, wenn er Langeweile hat, dann macht er Kinder. Oh, skit. Nee, aber danke, nee, danke der Nachfrage. Alles super. Mir persönlich geht's sehr gut. Familie geht's gut. Die Kleinen. Ich habe zwei Söhne, die halten mich auf Trab, immer Chaos, aber ihr kennt das ja. Ja, aber Business ist gut. Business ist, wie man sagt, Business ist booming. Also ich kann mich nicht beklagen. Und ich sehe die Häuser, also, die du die ganze Zeit postest, das sind halt Preislevel Patrick Izume-Style Hamburg. Nur er kann sich sowas leisten. Aber also Business ist booming, ja? Du machst schön hier Provision da drauf, ja? Läuft gut. Ja, ich kann also kommst du doch nicht nach Deutschland und wirst ein Experte oder wie? Ich sag ihm jeden Tag, er soll nach Deutschland kommen. Ich hab noch ein Haus ins Freie nebenan, das wäre so cool. Ey. Peanut Butter Jelly. Ja, Peanut Butter Jelly, The Return. Peanut Butter Jelly? Ja. Ey, ich sag niemals nicht. Ich wohne noch in der Platte, danke. Ach komm, du wohnst da, deine Familie ist schon perfekt da eingesiedelt. Aber Marc muss nach Deutschland. Marc, wann kommst du nach Deutschland? Ja, für NFL-Spiel natürlich. Das ist nichts etwas. Du bist am Start. Du meinst jetzt für
For good. Genau wie ich. Du meinst jetzt für good, okay. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Da muss aber das Angebot stimmen, weißt du. Da muss halt die Provision in Deutschland muss besser wie in den USA sein. Er ist ein Businessman. Er ist dieses Meme, wo er da so... Wo er so ist, ey, ich hab Nummer 3 auf meiner Freundschaftsliste. Und ein Haus neben mir. Was geht ab? Oh, nee, cool, dass du da bist, Marc. Hoffentlich sehen wir dich natürlich noch öfters. Und du wirst am Start sein, auch bei der Romania. Bist ja am Oh, warte. Du bist deine Familie rüber, ne? Sorry. Marc, wir haben einen Bromantiker hier, der trägt dein Jersey. Warte mal, steh mal auf da hinten in der Ecke. Nein. Und wo bist du denn? Komm mal ein bisschen in die Mitte. Du musst ein bisschen um die Ecke kommen. Komm mal rum. Was ist denn sowas? Ja, war das geil. Aha, jetzt Achtung. Ach, tada! Oh, was eine Ehre. Geil. Oh! Wow! Alter, du wusstest das! Hast du es ja verraten? Alter, was ein Burn, Patrick! Oh. Patrick, wusstest du das? Wie bitte? Oh, warte, pst, ja. Frag ihn nochmal. Wusste er nicht? Nein, er fragt dich, Patrick. Ach so. Ja, aber wir wollten dir ein bisschen Liebe geben. Wir wollten dir ein bisschen Liebe geben. Aber Björn hat Bowman, dem Romantiker einen Zwangi gegeben, damit er sich umdreht. Wenigstens sagst du die Wahrheit. Siehst du? Du hättest auch Nein sagen. Marc, ich hab noch gesagt, lass es nicht machen. Ja? Patrick war wieder so einer. Wollte es wieder machen. Komm, kommen wir zu den Breaking News. Chatman, was hast du? Ich habe einiges. Ich habe einige Tabs auf. Ich glaube, ich kann sie gar nicht zählen. Aber wir kommen zum ersten großen Thema. NFL Gambling Policy. Man kann einmal meinen Laptop einblenden. Übersetz das mal, was das heißt. Also... Ihr kennt das ja mit Spielwetten, NFL-Spieler. Ich kenn das. Ihr kennt das, ja, ihr redet ja auch immer im Podcast drüber, aber NFL-Spieler dürfen ja nicht darauf wetten, also auf die National Football League erstmal generell und wenn sie in der Facility sind, auch nicht auf andere Sportarten. Und diese Regeln wurden angepasst. Ich gehe das einmal kurz mit euch durch und danach werfe ich es gerne in die Runde. Einmal hier einen Screenshot direkt raus. First Violation ist jetzt eine 2-Spiele-Sperre, beim zweiten Mal 6 und beim dritten Mal das ganze Jahr. Angepasst, wenn man aber sonst, also da stehen noch ganz viele andere Dinge drin, das ist aber so die Krux, sage ich mal, was zum Beispiel Jamison Williams, Lions Wide Receiver, jetzt wieder freigestellt hat, der war eigentlich für 6 Spiele raus, kann aber jetzt schon wieder spielen, also es wird alles jetzt angepasst und im Laufen auch der Saison angepasst. Lest euch das vielleicht nochmal kurz durch, das war so die Krux jetzt. Aber was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt oder nicht? Wir müssen nochmal separieren. Das sind ja wieder 2 verschiedene Kategorien. Wenn du wettest innerhalb der NFL-Facility oder in einem NFL-Bus, das ist dann sozusagen hier Fine One, ne? Erste, zweite, dritte. Nein. Na doch, wenn du direkt auf die NFL wettest, ist es aber so, dass du direkt 2 Jahre gesperrt bist. 2 Jahre. Pass auf, genau. Da oben steht sie, darauf wollte ich hier hinaus. Ich glaube, wenn du auf ein NFL-Team wettest, indefinite oder 1 Jahr, und wenn du aufs eigene wettest, bist du gleich mit 2 Jahren dabei. Ja, genau. Also das ist schon... Also die da unten sind nur für den Jamison Williams, der ja so auf in der Facility auf College-Spiele oder sowas gewettet haben. Du kennst das? Genau. Wir haben auch College gemacht. Oder? Ecke. Ja, oder? Okay. Aber es war illegal. Hast du auch gewettet drauf? Marc? Ich hab Geld reingepackt. Marc? Ja, wie war das bei dir in deinen Locker-Rooms mit, weiß ich nicht, Wetten? Untereinander. Ja, wir haben richtig gegambelt. Auf jeden Fall, wie Kasim schon sagt, jede Woche war so Pick'em. So College Games, aber nicht NFL Games. Und da wurde, glaube ich, auch ein bisschen Geld verteilt, muss ich jetzt schon mal sagen. Was war die höchste Summe? Was war die höchste Summe, die ihr jemals gehört habt? Nicht viel. Vielleicht nur Honey pro Woche oder so. Wirklich? Ja, aber die waren geizig bei den 49ers. Aber hattet ihr Leute, die auch so gewürfelt haben und sowas? Ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber das zählt da ja nicht mit rein. Das ist ja kein Gambling. Das ist ja Glücksspiel einfach, ne? Da kann man auch mal ein 100.000 Euro. Weiß ich nicht. So, jetzt wissen wir, warum NFL-Spieler gesperrt werden, weil sie wissen nicht, ob Glücksspiel aber Moment, das aber ist. Moment, ich habe da mal eine Verständnisfrage und wir haben ja unseren Chatman am Start. Weil du kannst doch, oder ist es auch verboten zu sagen, wenn wir 4 im Lockerroom sitzen oder wir alle und ich sage zu meinen Romantikern aus Leer, Digga, ich setze einen 100er auf die Giants. Ja. Und wir machen das unter uns. Ist das dann schon Gambling? Natürlich. Oder ist es, ich gehe auf eine App und wette tatsächlich? Ja? Weil das Ding ist, was der GM nicht weiß, macht die nicht heiß. Deswegen ist es ach so, machst du das?
Du kannst es ja nicht checken, wenn ich mit ihnen darüber rede, kriegt dir das keiner mit, aber wenn du in eine App gehst, kannst du das ja alles backtracken. Der Chatman hat die Wahrheit. Das glaube ich, also ich glaube, es geht darum, ob es wirklich trackable ist und nachweisbar ist. Das kannst du ja nicht machen, wenn du das einfach nur... Ich würde schon sagen, dass es Gambling ist. Hier steht ja auch explizit drin Gambling, hier steht ja nicht drin, dass es nur in Apps ist. Das ist ja auch, muss man auch dann mal dazu sagen, aber ich bin da eigentlich bei Björn, wenn es trackable ist, wenn es nachweisbar ist, kommt die Sperre, wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch noch eine Frage. Es gibt noch diesen Punkt Team-Related Travel. Was ist das? Oh, das kann ich dir sagen. Also was ist, wenn ich mit dem Auto zum Training fahre? Ja. Ist es Team-Related Travel? Nee. Das würde ich jetzt nein sagen, aber nicht, du bist auf dem Weg. Aber auf weißt du, was ich meine? Ja, du bist auf dem Arbeitsweg. Ja, aber das ist ja nicht Team. Du bist ja nicht mit deinem Team unterwegs. Cassim hat die Antwort. Team-Related, weil ich zum Team fahre. Cassim hat die Antwort. Okay, ich sag mal so, eigentlich glaube ich 32 von 32 NFL-Teams, wenn sie auf dem Away-Game sind, was ganz oft gemacht wird, du kriegst ein Per Diem. Ich sage mal, du kriegst jetzt 50 Euro Taschengeld für Essen kaufen. Weil du hast ja nicht genug Geld. Ja, genau, deswegen. Du bist ja arm. Und was oft gemacht wird, ist, es gibt ein Spiel, es gibt Hot 20, aber ich habe auch schon Hot 100 gesehen, aber Hot 20, was du machst, du hast ein 20, schreibst deine Nummer auf die 20 drauf. Guck mal, wer nickt. Nummer 91. Und dann haben wir ein kleines Kopfkissen, da kommt jeder... Aus dem Flugzeug. Jeder im Team schmeißt sein 20 da rein und dann werden drei 20s gezogen. Der Erste kriegt sein 20 zurück, der Andere kriegt sein 20 zurück und der Letzte kriegt alle 20s wieder drin. Bei uns war das nur eine Person kriegt alles und es war dann immer so 3.000 bis 4.000 genau. Dollar. Ich weiß, bei einmal... Auch, genau. einmal Nein, aber... Okay. Ist das auch Gambling? Ja, das ist aber nicht, was er meint. Okay. Das, was ich nenne meinst, das Spaß. Das ist, guck mal, wenn du im Flugzeug bist, da hast du ja kein Signal, aber wenn du noch auf dem Boden bist und da wettest, das ist Team-Travel. Wenn du in den Bus steigst, Auswärtsfahrten oder auch Heimspiele, bist du ja auch in einem Hotel. Ja. Ne? Die Nacht davor. Wenn du da in diesen Situationen auch gambelst, das ist Team-Traveling. Das sind diese Sachen. Weil ich habe mich halt gefragt, wie trennscharf ist das? Also ab wann kann man sagen, jetzt hast du gegambelt und jetzt hast du es vielleicht nicht? Pass auf, wenn du auf einer Reise bist, die von deinem Team organisiert ist, so, weil wenn du selber hinfährst, dann bist du ja noch nicht bei der Arbeit. Erst wenn du ins Facility kommst und durch das Tor fährst, dann bist du bei der Arbeit. Was, wenn du auf dem Parkplatz bist, in deinem eigenen Auto? Ich habe mal beigebracht bekommen, gamble einfach nicht. Das war immer so meine Philosophie. Aber Amis und in der NFL, die gambeln alles. Immer. Du sagst irgendwas und das stimmt nicht. Ja, lass Honig draufpacken. Weil ich war mal bowlen und ich gehe UCI-Kino hier um die Ecke, ist richtig schön. Wir gehen immer bowlen, ganz entspannt. Ich war mit den Jungs, ich war mit Cam Jordan. Wir haben auch mal so ein Friendly. Ja, auf einmal Mark Ingram und Cam Jordan gucken mich an und sagen, 100 die Kugel? Ich so, was 100? 100 die Kugel! Ich so, was 100 die Kugel? Ja, wer immer halt die beste Runde macht pro Kugel, ist ein Huni. Das heißt, wenn ich einen besseren Score habe, Runde 1 und dann Runde 2, ich habe ja gesagt, aber ich habe die richtig abgezogen. Alright, nicht schlecht. Na, willst du es erzählen oder nicht? Ja, ich überlege gerade. riesengroße Denkblase. Nein. Erzähl mal. Ich muss es erzählen. Wir sind unter uns. Vielleicht habe ich es sogar auch schon mal erzählt. Stimmt. In dem Jahr, nachdem ich gedraftet wurde, ist ja Florida State undefeated gegangen. Wir haben ja mit Jameis Winston National Championship geholt. Die sind ja 14-0 gegangen. Und in dem Jahr habe ich mich auch von dem Lockerroom sozusagen reinziehen lassen in dieses Pick'em, ja. Und dann ist es zum Punkt gekommen, weil ich ja nicht einmal verloren habe. Und dann habe ich immer von Woche 1, was ich gewonnen habe, immer wieder reingeschmissen in den Topf. Wie auch immer. Weil es ist ja dann so, Florida State, wo ich war, spielt gegen Alabama. Und dann kommt einer von Alabama und sagt, $200, ja. $300, $400. Ja. Und ich habe einfach gesagt, ich habe mit 100 angefangen, habe es dann immer irgendwie verdoppelt, habe drin gelassen und am Ende sind die Champion geworden. Also sie haben nie verloren. Da habe ich wirklich $5,000 gewonnen am Ende der Saison. Ja, dann gib doch mal einen aus für alle, Brummer. Ja. Hey! Hey! Leute, alles auf Björns Nacken. Warte! Nächste Woche! So ist er. Aber pass auf, wir müssen ja noch mal einmal darüber sprechen, welche Auswirkungen jetzt diese Veränderung der Policy hat, weil Jameson Williams, ich denke mal Jameis Winston, der Receiver der Detroit Lions, der darf deshalb wieder spielen. Der war ja eigentlich 6 Spiele gesperrt. Genau. Jetzt nur noch 2, jetzt ist er wieder jetzt ist er wieder am Start, darf diese Woche wieder ran.
an Fox. Aber hat er auch einen Kreuzbandriss gehabt, also hätte er eh wahrscheinlich nicht Week 1 starten können. Deswegen ist es für ihn jetzt fast eine Nullnummer, sage ich mal. Also er hatte schon ziemlich Glück gehabt jetzt. Ja, aber trotzdem, wenn ich eine Franchise bin, die nicht betroffen ist, dann fühle ich mich schon verarscht, oder? Ja, aber die, ja, also... Na. Die Titans haben Offensive Genau, die Titans, Line. Genau. Nicolas Petitfrère. Oh. Kleiner Zabar. Bruder. Mhm. So, der darf jetzt, der wäre auch 6 Spiele gesperrt, der darf jetzt wieder ran. Also alle dürfen wieder die... Dürfen wieder ran. Ich finde die Policy, die Änderung war auch nötig. Weil wenn du auf andere Spiele wettest, welche Implikation hat das denn auf deinen eigenen Sport? Ja. Was soll der Quatsch? Ich muss immer noch sagen, ich finde das Riesenquatsch, auch wenn du in deiner Umkleidekabine bist und auf ein College-Team wettest. Also auf dein eigenes Team oder die NFL generell. Du darfst nicht als NFL-Spieler auf NFL-Spiele tippen. Da bin ich voll bei Roger Goodell, sperr die Person für ein ganzes Jahr. Mhm. Aber so auf College-Spiele... Locker-Room halt clean halten. Ne? Ja, dass aber nicht die ganze Zeit... überall gewettet wird und irgendwann jemand rauskommt und sagt, ey, ich habe mein Hass und Gut verloren. Ja, weißt du, ja, beim weißt Gamblen du, weißt im Locker-Room. Was wir stoppen müssen, ist das hier dieses Dicen, wie nennt man denn dieses Spiel? Ja, Würfeln. Da waren Leute und wirklich, da will ich mal kurz einmal hören von Marc und Christine, was da die höchste Summe war. Ich hatte Leute, die haben $15.000 bis $30.000 nach einem Trainingseinheit in 15 Minuten verloren und gewonnen. Das musst du stoppen. So, Frage Thema, was war in Dallas und in San Francisco los? Ja, auch einiges. Also auf jeden Fall 30.000 bis 50.000. Aber die krasseste Story zu der Geschichte, die ich hier gehört habe, war in Eric's Locker Room, damals, als er in Tampa gespielt hat. Wie war dein Bruder? Der DN? Jason Pierre-Paul hat 300.000 von irgendeinem O-Lineman abgezogen. Und der hat auch die Kohle bekommen und alles. 300, oh, stellt krass. Euch das mal vor. Und der Junge anscheinend, der war gerade erst gedraftet, der war, glaube ich, in seinem ersten oder zweiten Jahr, war auch hoch gedraftet, aber hatte Geld. $300.000. Ich kann euch sagen, in Cleveland hat ein Receiver, der Star-Receiver damals, ich will seinen Namen nicht sagen, hat sein Game-Check gewettet im Madden. Und es war nicht Dante Starworth, hat sein Game-Check gegen einen Rookie verloren. Game-Check-Rookie gegen Game-Check-Veteran, Madden hat verloren. Der alle hinten dran, ich als junger Coach auch, oh Gott, und dann irgendwie mit dem Hail Mary das Ding gewonnen, alle ausgerastet. Und sein Gamecheck war gut, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Also was lernen wir, um das jetzt nochmal zu beenden? Wir haben alle ein Problem. Ich war in einem Linebacker-Room und in unserem Linebacker-Room, wir haben immer nur für 8 Minuten Film geguckt. Weil wir hatten alle ADD, Aufmerksamkeit. Unser Coach hat immer gesagt, ey, wir machen 8 Minuten, dann machen wir 3 Minuten Pause. Und ich schwöre, die Sekunde, wo 8 Minuten fertig war, auf einmal alle Jungs in der Ecke würfeln. Weißt du, und dann hast du halt so Scheine. Und dann pass auf, ich gehe kurz auf Klo, ich komme zurück. Auf einmal, mein Coach sagt, ich hab Moni. Boom, alles klar, dass wir wieder Film gucken. Das ist wirklich, der Coach hat mitgemacht. Coach, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Coach das mitgemacht hat. Das ist crazy, man. Shit, ey. Oh, aber Hansi, es gibt doch noch mehr Breaking News. Hey, mal raus. Kommen wir zum nächsten. Wir sind schon wieder ein bisschen hinten dran, glaube ich. einmal noch meinen Laptop, bitte. Denn... Honey, dass das spannend News. Wird jetzt. Nee, wir haben News. Caleb Williams ist ja einer so der höchst gehandelsten Quarterbacks im College Football. Soll er der nächste Patrick Mahomes sein? Er sagt jetzt, es war schon vor einer gewissen Zeit, aber es kommt jetzt wieder hoch gerade, dass er bei USC nächstes Jahr, er ist gerade Junior, also er könnte noch ein weiteres Jahr spielen, dass er nächstes Jahr bei USC mehr Geld verdienen könnte bei USC mit den NIL-Deals als First Overall Pick in der NFL. So. Erstmal, was sagt ihr dazu? Wir kommen gleich noch weiter, aber erstmal kurz der Check dazu. Wir müssen einmal noch mal ganz kurz für alle erklären, die es nicht wissen, was bedeutet NIL? Das ist Name, Image, Likeness. Das ist eigentlich, dass du jetzt im College Football deine Vermarktungsrechte hast, einfach für dein Image, ne? Für deinen Namen. Das durften wir zum Beispiel gar nicht. Florida State haben die mein Trikot verkauft. Ich durfte nichts annehmen. Ich durfte keine Autogramme. Ich durfte nicht. Florian, gib mir einen Huni für meine Autogrammkarte. Durfte ich nicht annehmen oder ich werde ein komplettes Jahr gesperrt. Jetzt darfst du das ja. Natürlich da profitieren ja diese ganzen Superstar Quarterbacks davon. Und, war meine Alarmanlage. So, Caleb Williams. Also, ich muss aber noch einmal kurz. Der hat, also, wenn er das wirklich so gesagt hat, ich bleibe dann noch ein Jahr und dann suche ich mir ein Team aus. Das ist ja Quatsch. Weil am Ende des Tages kannst du dir kein Team aussuchen, weil der Draft-Status, ne,
ist ja nicht der Spieler, der sich's aussucht. Wenn ich gut bin und jemand will mich an erster Stelle nehmen, kann ich ja nicht sagen, also doch, Eli Manning hat es damals gemacht, aber du kannst ja nicht sagen, nö, ich will, dass die Seahawks mit dem 10. Pick mich nehmen. Und so viel Geld will ich auch nicht liegen lassen. Aber ich kann sehen, dass wenn er sieht, keine Ahnung, den ersten Pick oder den zweiten Pick haben die Bears, die beide Picks haben, und er will da nicht hingehen, dann kann er sagen, Mann, ich bleib einfach noch ein weiteres Jahr, verdiene nochmal 5 Millionen mit meiner Marke, weil die einfach gerade unreal ist, ne? Ich bin so gut in bla bla bla, gewinne vielleicht nochmal einen Heisman und dann warte ich nochmal ein Jahr und gehe das Risiko nächstes Jahr ein. Aber nächstes Jahr musst du ja dann gedraftet werden, kannst du das ja auch nicht aussuchen. Meine Meinung nach. Kommt doch an, wie viel Eligibility er noch hat. Er kann ja nach 3 Jahren gehen, er kann ja aber 5 Jahre spielen. Na gut, er wird sich nicht redshirten, das heißt, er kann dann noch ein Jahr. Kannst du nicht. Aber sehr verletzlich, aber. Ich wage auch zu bezweifeln, dass ein Neil Deal. Shaquille O'Neal Deal. So, dass er dir mehr bezahlt als First Round Pick Money. Weil wenn du erster Pick overall, was ist das? 22 Millionen oder so? So viel verdient keiner. Der erste Pick ist 35 Millionen, garantiert. 35 Millionen. So viel verdienst du nicht als College-Superstar, kannst du sagen, was du willst. Außer du heißt Kasim Edebali. Obwohl der richtig fette Deals hat, habe ich gelesen. Ne? Irgendwie riesig. Ich habe was rausgesucht. Ich ja, Dr. Oh, Pepper. Warte mal. Kasim hat erstmal was. Okay, nee, Kasim. Wieder. Kasim. Alles, was ich sagen wollte, es ist ein Luxus und ein Segen. Und pro Spieler, also nicht pro Spieler, sondern pro. Nicht für die Spieler, dass du jetzt wirklich in der Lage bist, dich so abzusichern, dass du gar nicht diesen Druck hast, ich muss jetzt in die NFL, weil jetzt bin ich heiß und jetzt kann ich Geld machen, sondern du, sagen wir jetzt 5 Millionen. Also das ist immer noch lebensveränderndes Geld. Wenn du das richtig ansetzt und da ein gutes Team um dich rum hast, das heißt, du hast keinen Druck. Und selbst wenn du ein First-Round-Draft-Pick bist, du kommst rein und der finanzielle Druck ist trotzdem nicht da. Nur der sportliche Druck wird immer da sein. Aber es ist halt nicht so, ey, ich muss abliefern, sonst habe ich kein Geld, sonst kann ich meine Familie nicht haben. Aber als First-Pick overall, so, selbst wenn du gar nicht ablieferst, hast du auch ausgesaugt. Marc, was sagst du? Guck dir Björn Werner. Ich bin auf jeden Fall bei Patrick mit dabei. Ich denke, du wirst auf jeden Fall niemals das Geld im College machen, was du als First-Round-Pick in der NFL machst. Du machst 30 Millionen Signing-Bonus, ja, deine Base-Salary ist nicht so viel, wie du im College machen würdest, aber trotzdem, also ich bin auf jeden Fall ein Riesen-Fan davon, nimm das Geld, solange du kannst. Selbst wenn er jetzt ein Jahr im College bleibt, ist es nicht garantiert, dass er nächstes Jahr auch der First-Round-Pick ist oder dass er sich verletzt. Du weißt nie, was passieren kann. Also er ist 100%, also in jedem Mock-Draft, er ist der First-Round-Pick, First-Overall-Pick, ne? Nimm das Geld mit, wenn du kannst. Also, yes, sir. Das Ding ist, okay, ein Punkt dazu noch. Das NIL, das geht ja nicht weg, nur weil du jetzt in der NFL bist. Du hast immer noch Werbedeals, du hast immer noch Jersey Sales, du hast immer noch deine eigene Marke. Das geht ja nicht weg, nur weil du jetzt in der NFL auf einmal bist. Wahrscheinlich bist du sogar noch mehr im Master jetzt wahrscheinlich. Ja, Marc, schön, dass du das gesagt hast. Das stimmt. Okay, aber dann finde ich es krass. Dann ist es doch eigentlich ein No-Brainer, oder? Also, ja, absolut. Das hat ja auch nicht er, sondern sein Vater gesagt, aber Hansi droppt noch ein paar Ballistics, Baby. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich werfe gerade Zahlen durch die Gegend. 2023, diese College Football Season, macht er jetzt gerade 2,6 Millionen Dollar. Das sind seine größten Deals, einmal hier unten, Dr. Dre und so weiter und so fort. Ja, aber dafür steht Björn nicht mal auf. Aber Das ist sein. Das ist bei Dr. Dre, würde ich machen, weil. Das ist das, was er diese Saison macht. Dazu vielleicht einmal eine kurze Übersicht. Arch Manning zum Beispiel macht noch mehr, 3,7 Millionen dieses Jahr. Da kann ich kurz einmal da reingehen? Warum? Ja. Das sind ja alles nur estimated Sachen, ne? Das sind gar keine richtigen Zahlen. Das wissen wir ja gar nicht, ob das wirklich diese Summen sind. Das sind ja immer nur die Zahlen, die auch oft so Nick Saban so rumwerfen als Recruiting-Tool halt auch, ne? Ist projected alles, ist immer genau, projected. Du hast ja keine Ahnung, kann auch 5 Euro sein. Das ist so wie Vermögen.de, wo bei dir 20 Millionen stehen. Und bei dir auch aber eine Menge, Alter. Das stimmt alles. Kennt ihr diese Werbung? Mein Haus, meine. Ja, ja. Ja. Aber Sino, immer, meinst du, macht Sino immer so. Ja, er macht es immer so. Er wirft mich. Warte mal ganz kurz. Alle hören den Podcast. Wer ist die Person, die immer die andere Person sozusagen über das Geld reden muss und sagt, du hast ja Geld? Patrick. Ja. Er will mal von sich selber ablenken, das ist nur die Taktik. Also, okay. Hast du noch was? Dazu nicht, wir können zum nächsten Thema kommen. Hast du noch ein Thema da drüben? Wir können noch. Ja, hau raus, Hansi, es heißt. Randy Gregory wurde entlassen. Oh, hat einen 5-Jahres-Vertrag, 70 Millionen von den Broncos letzte Offseason bekommen. Alter.
Jetzt wurde er von den Broncos rausgeworfen. Er hat nur in 10 Spiele gespielt. Und wie viel hatten die Broncos ihn jetzt ausgezahlt oder müssen ihn auszahlen? Garantiert? Er hat 17 Millionen garantiert. Das ist 10 Spiele. 70 Millionen, nicht ganz so viel, aber für 10 Spiele sind 1,7 Millionen garantiert pro Spiel. Weißt du was? Ich meine. Du kennst ihn doch. Hast du nicht mal mit ihm gespielt irgendwo? Nein? Ich dachte, du kennst ihn. Aber ich meine, wenn du seine Stats anguckst, ich meine, ja, eins hat er, glaube ich, 0 Sacks und der 1 Sack, dann 2 Sacks, dann 6 Sacks, dann 3. Ja, er war immer suspendiert. Er hatte doch auch ein. Ja, Problem, Marihuana-Problem. Halt, ich meine, statistisch gesehen ist er jetzt nicht so cool. Er hatte ein Breakout ja bei den Dallas Cowboys, das war sein Free Agent-Jahr. Und was sagen wir immer? Wenn du im letzten Jahr, in diesem Free Agent-Jahr ablieferst, Marc, dann right timing. Absolut. Ja, 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 ganz kurz zu dem Punkt noch. Ja, Randy ist ja einer meiner ehemaligen Teamkollegen. Wir waren in derselben Draft-Class zusammen. Und ja, ich glaube, er hat aus den ersten 4 Jahren in der NFL, hat er, glaube ich, 2,5 verpasst. Also er hat echt immer das Problem mit dem, konnte einfach das Weed nicht weglegen. Aber super talentierter Spieler. Ich weiß, die statistisch gesehen, vielleicht nicht die beste Saison dieses Jahr, aber sehr, sehr talentierter Spieler. Und jetzt, ja, Broncos geht natürlich alles drüber und drunter. Da müssen wir vielleicht ein bisschen, man weiß natürlich nicht, was passiert ist, aber der wird auf jeden Fall das nächste Team finden und hat noch sehr, sehr viele gute, produktive Jahre vor sich, denke ich. Scheiß auf Potenzial, Mann. Ja, Produktion. Aiden Hutchinson. Denk mal an den letzten Draft. Trayvon Walker, im Ernst, 3,5 Sacks. Riesenpotenzial. Ist eine 4-0 auf 40 gelaufen, 18 Meter hoch, hat 8000 Mal die 100 gedrückt. Aiden Hutchinson ist eine 4-6 oder 4-7 gelaufen, aber hatte Produktion, ist ein Footballspieler. Und am Ende des Tages, wer liefert nicht. Der eine hat Potenzial und hat es schon mal abgeliefert, der andere hat Potenzial, aber ist noch nie gezeigt. So, hör mir auf mit Potenzial. Boah, Fargo hier, okay. Na, da bin ich bei dir. Oh, ey, Fargo hat auch immer. Ganz ehrlich, Trey Lance versus, ist es so das Trey Lance das versus Brock Purdy? Was soll ich sagen? Warte, nochmal. Das ist das Brock Purdy versus Trey Lance Beispiel zum Beispiel. Warte, Produktion im College versus Potenzial. Das verstanden. Okay, ja, okay, jetzt okay. Du bist ein bisschen Trey Lance, okay, verstehe schon. So, mach ich nicht. Ich sag schön, nur, dass wir uns mal einig sind, aber ich glaube, wir brauchen jetzt mal, brauchen wir ein Spiel jetzt? Ja, Fast Five, let's go. Wir brauchen ein Spiel! Wir haben wieder die Fragen auf, folgt uns alle auf Instagram von Bob Romans? Ja, komm, sagen wir. Können wir nicht so eine Einblendung haben? Fast Five! Prrr. Geht nicht? Nee, wir haben keinen Sound. Also wir haben wieder 5 Fragen gesammelt. Hast wieder gespart am Sound. Zum Glück haben wir einen Moderator hier, der die Fragen stellt. Darf ich wieder? Du darfst wieder. Sehr gut. Hansi, du wirst wieder unser hier Glücksrad drehen. Ich war noch nie dran. Kassim und Patrick waren nochmal dran. Warst noch nie dran? Ich war noch nie dran. Heute ist Marc dran. Ganz let's go. Marc, du bist bereit. Das sind jetzt, achso, Marc kennt die Regeln noch gar nicht. Marc, es kann erst eine Frage kommen, die nicht vorbereitet ist. Du hast sie noch nicht gesehen und du musst jetzt einfach als Experte abliefern. Quick and dirty. Verstanden? Alrighty. So wie Björn das immer macht. Du weißt. Alright. So, bereit. Let's go. Fast Five. Let's go. Farb die Scheiße. Kannst gar nicht sehen, ey. Dreht heute richtig lange, ey. Was ist da los? Hansi hat richtig gepumpt heute. Boah, du drehst. Das ist Kassim. Kassim, Frage kommt von DanNeuge78. Sollte New England die Saison abschenken und ohne Billy B den Neuaufbau 2024 starten? Niemals. Guck dir das Resümee von diesem Mann an. Dem gehört das Team. Nein, Mann. Er wird immer da sein. Wenn er sagt, er keinen Bock mehr hat, das ist der Tag, wo er weg. 38-3 gegen die Cowboys steht hier. Höchste Niederlage von Belichick in seiner Headcoach-Karriere. Ist schon mal was. Hey. Ja. Ich glaube nicht, dass er für immer da sein wird. Na, für immer wird er sicher nicht. Aber oder dass es nicht nur nach ihm geht, sagen wir es mal so. Ich glaube schon, dass Robert Kraft irgendwann sagen wird, okay, Billy, danke, war schön mit dir. Nein, ich denke, es wird so passieren, wenn der Punkt kommt, wo Robert Kraft es sagt, wird es intern geregelt und dann steht Parted Ways oder ist in Retirement gegangen. Nein. Das wird nicht New England Patriots fires Bill Belichick. Ah, aus Respekt wird es nicht. Ja, ja. Wird gefeuert. Das glaube ich sagen, er ist weil das im Hot Seat im Augenblick. Warte. Was sagst du, Marc? Glaubt ihr, er ist auf dem Hot Seat im Augenblick? Belichick? Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass erstmal andere Leute wie Mac Jones ihren Job verlieren, bevor Bill Belichick seinen Job verliert. Ja, pass auf, aber was ist, wenn die nächsten 3-4 Spiele auch verlieren? Auf jeden Fall. Ich glaube, die gehen so 1-6 oder so. Jupp. Ey. Haben wir Patriots-Fans hier? NFL, not for long. Ey. What have you done for me lately? Egal, wer du bist. Wer liefert, hat recht. Wer nicht liefert, ist raus. Wir haben Patriots-Fan. Wollen wir den mal hinsetzen? Patriots-Fan? Da, Tom Brady ist da. Tom, sag mal.
Warte mal kurz, ich geh mal zu Tom. Tom ist nein, da. Aber wir haben, da ist auch ein Patriots-Fan, also ein richtiger Patriots-Fan. Ich bin auch Patriots-Fan, ich bin aber auch Tom Brady-Fan. Und weil letztes Jahr hier in München... Wo ist denn der... Ach da, scheiße, habe ich gar nicht gesehen. So einer bist du. So, warte mal. Wir haben hier einen Patriots-Fan. Du bist der? Frank. Frank aus? Hi Frank. Hildesheim. Aus Hildesheim. Frank, erzähl mal, Billy B. auf dem Hotseat. Schwere Frage, glaube nein. Okay, egal, selbst wenn ihr jetzt richtig abstinkt und so eine 2 und, keine Ahnung, 16 Saison hinlegt. Ich glaube nicht. Scheiße. Also Billy B. ist... Zu lange da. Zu lange da, okay. Geht gar nicht, so, du bist, hast zwar das falsche Jersey an, aber du bist ja Brady-Fan. Ja. Dann nimm mal das Ding in die Hand. Du bist wer? Ich bin Christopher Schenefeld. Oh, Schenefeld. Hier gleich um die Ecke. So, pass auf. Wer war der Grund für diese 2 Dekade lange Erfolgsserie der Patriots? War es Billy B. oder war es Tom Brady? Ja, schwierigste Frage, die du mir hier stellst. Oh. Ich glaube, ehrlich gesagt, Tom Brady, weil er hat mit den Bucks auch den Titel geholt. Und so, und jetzt daraus, wenn du hast das ja jetzt schon richtig beantwortet, nach meiner Auffassung. So, wenn Billy B. jetzt nicht liefert, könnte er nicht auch auf dem Hotseat sein? Ja, so schon, aber ich sehe es so wie Björn. Also das wird dann irgendwie hinter verschlossenen Türen geregelt und dann okay. Die beiden getrennte Wege, so sehe ich das. Ja. Ich weiß nicht, ob es sowieso nicht Sinn macht, die Saison einfach hinzuschenken. Jetzt wo Judon und so, Abwehr bricht auseinander, der Rookie-Cornerback ist auch verletzt. Also ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, noch weiter. Oh. Ja, ist so. So hart es okay. Ist. Also tanken, sagt er. Tanken. Okay, also die Patriots-Fan und Brady-Fan sind die hart, halten so. An Billy B. fest. Hansi. Aber wir machen weiter, sind die Fast Five. Let's go. Not so fast langsam. Five. Not so fast langsam. Five. Ach ja, wir waren ja Fast Five. Aber wir wollen so immer mal die Bromantiker five. Reinholen. Das ist wichtig. Mark! Oh. Mark, bist du bereit? Oh, let's go. Frage kommt von Mr. Knocker. Welches Team... Ja, das steht doch hier! Das ist mein Burner-Account, Alter. Mr. Knocker. Marc, welches Team hat das beste Stadion? Geh mal eben nachgucken. Oh, ist gut. Das ist eine subjektive Frage. Ja, super subjektiv. Ja, sehr, sehr. Also für mich, ich sag jetzt mal für mich persönlich, das Cowboys. Coolste Stadion, exactly, Cowboys. Die ich je gespielt habe, Arrowhead. Oh, die Stimmung wow. Ist, als Dallas Cowboys-Spieler? Mhm, absolut. Okay. Einfach nur von der Atmosphäre jetzt. Alright, Fast Muss Five, weiter geht's. Weiter geht's. Haben Sie gesagt, okay, das war's. Hinreichend beantwortet. So, Björn, jetzt ist fällig. Patrick. Oh, es geht zurück. So, es war bei Patrick, jetzt ist es Marc. Marc ist Gast. Weiter. Hast du Björn überhaupt da drauf? Ja, der ist hier drauf. Ist das den weißen Fleck da? Ist dreimal auch da drauf. Aber willst du jetzt sagen, wir sind zu divers oder was? Habt ihr das alle mitgehört? Das ist Reverse Racing. Okay, Marc, hier ist die Frage. Nicht von Mr. Knocker diesmal, sondern vom Bambus-Björn. Oh. Oh. Der Bambus-Björn. Welcher Trainerstuhl, Head Coach, DC, OC, wackelt am meisten? Wer fliegt als erstes? Könnte auch eine Gameshow sein, ne? Wer fliegt als erstes? Ja. Bei welchem Team jetzt? Wovon reden wir? Generell meint er, glaube ich. Generell. Ja. Oh, ich weiß, wer. An. Ich würde sagen, OC. Wahrscheinlich. Nein. Einfach normalerweise. Nee? Nein. Normalerweise. Wir brauchen einen Namen. Nimm mal einen Headcoach. Wir brauchen einen Namen. Wir reden jetzt von einem speziellen. Ja, Beispiel. Nimm mal einen Headcoach, von dem du denkst, der fliegt als Bär. Fliegt OC als erstes. Von den Bears. Wie heißt der? Eberfluss. Ah, ja. Nein, das ist der Headcoach. Achso, du meinst Office-Koordinator? Ah. OC, ja, genau. Wer ist OC bei den Bears? Hat jemand gerade den Namen? Keine Ahnung. Ich hätte aber gesagt, es wird Matt Canada, Offense-Koordinator von den Steelers. Nein, Tomlin ist jetzt rausgekommen und hat gesagt, er meint nicht die Changes, die er machen wird, ist sein Coaching-Staff, sondern einfach, wie sie trainieren und das Training anpassen. Trotzdem ist er scheiße. Aber irgendwas... da ist es wieder. Warte mal kurz, Marc, du bist ja auch so ein Nerd, der viel Football guckt. Hat man nicht das Gefühl, dass Matt Canada irgendwie Fotos hat von Mike Tomlin, die er benutzen kann, dass er nicht gefeuert wird? Weil, warum ist der Typ noch... Also, es hört sich so hart an, Mann. Aber die produzieren seit 1,5 Jahren nicht in dieser Offense. Und irgendwann muss man ja die Fakten mal angucken und sagen, woran liegt's? Aber warte, wir müssen dann exakt sein. Zum Ende der Saison, die letzten 6 Spiele haben sie denn endlich mal geliefert.
Aber jetzt fangen sie wieder, von vorne an. Patrick, das war immer noch die Defense bei den Steelers. Nein, offensiv haben sie Najee Harris. Guck in die Stats. Let's go, baby. Marc, zähl mal, du bist Defense-Spieler. Schwierig, schwierig. Ich denke, Najee Harris hat auf jeden Fall nicht zu seinem Potenzial gespielt bis jetzt. Kenny Pickett, weißt du, er war super gehypt in die Saison reingekommen, hat nicht performt. Wie viel liegt daran im OC? Was auf jeden Fall hat da auch, spielt da auch mit rein, aber ich denke, die Spieler haben auch einfach nicht ihr Ding gemacht, muss man auch sagen dazu. Aber ja, ich denke, er ist wahrscheinlich auf jeden Fall auf dem Hot Seat, aber ich bin trotzdem bei den Chicago Bears OC. Ja, die Hütte ist am Brennen. Luke Getsy, by the way. Luke Getsy, stimmt. Ja. Fahr wieder ab, die Scheiße. Ich bin aber sehr langsam mit Fast. Slow Lava 5. Das Gute ist, die nächste Frage. Jetzt kommt Björn dran. Oh. Gehen wir zurück. Jetzt ist es mitten drauf. Soll ich nochmal drehen? Es ist gerade mitten drauf. Ist deine Entscheidung. Fällt doch mal eine Entscheidung. Oh, ey, macht wirklich das ist Slow 5 hier, ey. Das Gute ist, die nächste Frage kann man mit Ja oder Nein beantworten. Das ist Kasim. Kasim, let's go. Kasim, ist Brock Purdy mit seinen bisherigen Leistungen ein Top 5 Quarterback? Warte. Quarterbacks, die du gerade abgezählt hast. Hat nicht gezählt, er hat nur Finger gezeigt. 4 Spiele, 1019 Passing Yards, 5 Touchdowns, keine Interception. Warte. Also, wenn wir so eine. Jetzt kennt auch die Jan Stecker Quarterback Power Ranking, weißt du, der jede Woche macht. Aber ich meine, in den Top 7. Top 5? Top 7? Nee, sag Top 5. Nein, Top 5? Sag Top 5. Top 7. Weit auf. Ja oder nein? Nein. Okay. Okay. Weitere. Gehst du aber damit? Er ist auf dem Weg. Er ist trending up. Gehst du damit, Marc? Brock Purdy, Top 5, ja oder nein? Wenn wir wirklich nur von Stats reden gerade, keine Interception, 4 Siege. Muss sie ihn da oben mit reinpacken. Du schaust dir an, okay, Josh Allen hatte ein Game mit 4 Interceptions. Pat Mahomes war wirklich nicht Pat Mahomes die letzten paar Wochen. Da kannst, weißt du, wenn du wirklich nur von diesen 4 Spielen ausgehst, dann ist aber okay, aber ich glaube, man muss dir anders die Frage dann stellen. Wenn du jetzt der GM wärst und du kannst dir die Top 5 Quarterback-Kandidaten aussuchen, ist Brock Purdy, jetzt gerade auch jetzt aktuell einer der Top 5 Quarterbacks, den du nehmen würdest? Nein. Wie im Augenblick performt, ist er Top 5 für mich. Okay. Right. Eine Frage? Kommt noch eine? Eine ist noch. Die kam von Cela Angelo übrigens gerade. Vielen Dank. Jetzt kommt nochmal Nockerschmocker 45. Nee, jetzt kommt Bräuchi. An dich. Was ist hier los? Kasim. Ja, das ist doch gerickt, ey. Alles gut. Kasim. Glaubst du, die Steelers und die Bengals finden aus ihrer Krise und wenn ja, wie? Warte mal so. Ich lese nur vor. Okay. Ich meine, wie ich gesagt habe, what have you done for me lately? Du siehst, was du siehst. Nein. Digga, wie kaufe ich mir Zeit? Nein, aber ich keine Ahnung. Patrick, er ist nur. Er ist, wer er ist, Alter. Patrick, sei du mal leise. Er ist, wer er ist, Alter. Das hast du auch schon gebracht hier. Du bist nicht besser. Wie sagen wir? Er ist, wer er ist. Ja. You are what you put on tape. Okay? So sagen wir, du bist, was du bist. Und jetzt gucken wir diese Coaches. Wir sind im Coaches Room. Und wir gucken uns Game Tape an. Und dann sehe ich mir, okay, das ist gerade scheiße, das wird geändert. Und dann siehst du keine Änderung. Das sieht immer noch Grütze aus. Selbst wenn du ein paar gute Sachen machst, da ist noch so viel Grütze auf dem Feld. Also ich glaube, so wie die jetzt spielen, wenn die Teams über 500 sind am Ende der Saison, sollten sie glücklich sein. Okay, das waren die Fast Five. Sie waren nicht so schnell heute. Hansi, wir haben aber noch eine Breaking News, die haben wir gar nicht besprochen. Und es geht um Christian Gonzalez und JC Jackson. Das stimmt, da wart ihr eben ein bisschen schnell. Wir werden sonst da draußen gebasht, ich weiß es, weil das sind harte, krasse News. Du bist gebasht. Let's go. Wir müssen über Christian Gonzalez. Müssen wir, komm, wir nehmen uns einmal Zeit. Kurz mein Laptop einblenden, ich hab was für euch, dann haben wir alles so schwarz auf weiß. Also einmal Christian Gonzalez ist jetzt Season-Ending-Injury. Oh, das tut weh. Hat sich gegen die Cowboys verletzt, jetzt kam raus Torn Labrum. Ja, aber was ist das? Also, das ist Eckgelenksprengung. Das ist Labrum. Ja, das ist nicht Eckgelenksprengung, das ist AC-Gelenk. Das hatte ich auch, aber damit kannst du eigentlich noch spielen. Ja. Das ist aber... Nein. Ich habe mein zweites College-Jahr, Woche 4, mir das gerissen und habe zu Ende gespielt. Ich hab mir hat wehgetan,
Aber konnte zu Ende spielen. Ja, aber guck mal, der ist intelligent und sagt, das ist nicht gut. Die haben gesagt, Björn, mach, das geht aber, schon. Aber nein, Patrick, ich sagte, wie intelligent ich war. Ich habe zu Ende gespielt, dass die NFL-Scouts nicht sehen, dass ich Red Flag werde und Verletzung. Und nächstes Jahr bin ich dann in die NFL gekommen. Weißt genau, du, und er ist schon gemacht, da. Deswegen, er ist schon da, deshalb ist er smarter. Das ist was anderes, du hast recht. Er kriegt so oder so sein Money. Siehst du. Aber die Patriots... Das ist ganz unangenehm zwischen euch hier mal. Ja, das ist Podcast-Vibe. Ah, ja. Ist so? Oh! Ja, was Bromance! Haben wir gewonnen. Okay, was ist das? Patriots, also die Patriots spielen einen Cornerback. Jetzt haben sie sich schon einen neuen geholt von den Chargers. Kommt wieder zurück, JC Jackson. Und die Chargers nehmen auch 12 Millionen von seiner Base Salary dieses Jahr auf. Oh, mieser Deal. Jetzt haben sie zwar einen Cornerback dazu gewonnen. Hätte er das gemacht oder nicht? Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Warte mal, wie viel for Swap of Late Round Picks, also ein 6- zu 7-Runden Pick, haben die einfach. Genau, das kommt noch dazu. Getauscht. Das kommt noch dazu. Und die Chargers nehmen 12 Millionen der Base. Also, warte mal. Die Chargers haben diesem Spieler einen 4 Jahre, was war das, 84 Millionen Vertrag gegeben. Irgendwie, ich kann es genau nachgucken. Das war irgendwie, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr bei denen, spielt gar nicht, ist ein Healthy Scratch und wurde jetzt einfach weggeschickt und bezahlen sogar noch 12 Millionen. Von dieser Base-Salary? Was ist denn da passiert, ey? Da muss irgendwas hinter den Kulissen, abseits nur... Was? Marc, sag mal. Die wollten ihn loswerden. Ja, wie gesagt. Aber was kannst du machen, Marc? Was kann man machen, dass man dich so krass loswerden kann? Locker-Room-Cancer. Hat jemand ein Beispiel gerade aus seiner Zeit? Junior Gallet. Was da passiert? Pass-Rusher gewesen. Pass-Rusher hat gerade geschrieben, 33 Millionen Dollar Vertrag unterschrieben. War einer so der Jungs, von dem ich das meiste gelernt habe in meinem ersten 4-Point-Stance. 4-Point-Stance von ihm gelernt. Aber Domestic Violence am Strand, mit dem Gürtel hat er... Ja, okay. Ja. Aber JC Jackson hat ja nicht sowas. Das war ja... Da ist ja nichts draußen bei JC. Oder weiß jemand was von JC Jackson? Nee, da ist doch gar nichts, oder? Nur healthy scratch bis jetzt. Aber das ist ja ein Grund, verstehst du, was ich meine? Er hat auch 20 Millionen Dead Money dann gehabt, aber das war denen egal. Aber guck mal, ich von der Trainerseite, der auch im Personalmeeting saß, wenn du so viel Geld ausgibst, ein General Manager, dann ist der Druck da, dann sitzen die bei dir oder im Coachingsmeeting und sagen, der spielt. Weil der einfach so viel Geld gekostet hat. Wenn der dann nicht spielt, dann muss tatsächlich was anderes auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert sein, weil ansonsten spielt der Typ. Mhm. Weil wenn du jemandem über 20 Millionen im Jahr zahlst, 21 um genau zu sein, und der spielt nicht, dann sagt auch der GM natürlich irgendwann so, scheiße. Ja, irgendjemand hat ja das Tape geguckt, hat gesagt, wir wollen JC Jackson haben. Der wird ja bestimmt mit Staley gesprochen haben, ey, hier, JC Jackson können wir kriegen, findest du geil auf Tape? Oh ja, richtig knusprig, lass mal holen. 84 Millionen später, auf einmal ist er da und auf einmal kann er nichts mehr? Aber irgendjemand hatte das vor ein paar Wochen auch getweetet, dass ey, Billy B wird locker für einen Late-Round-Pick JC Jackson zurückholen, wo das rauskam, dass er ein healthy scratch ist und genau das ist passiert. Billy B wieder zugeschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sag euch eins, der Typ kommt da rein, am Ende der Saison ist JC Jackson wieder auf Pro Bowl-Level. Weil der einfach in dem System reinpasst. Weil da hat der, oft ist es so, dass der Cornerback in dem System von Billy B next level ist und wenn sie abhauen und bezahlt werden, das ist so ein Billy B Patriots-Ding. Ich habe keine Ahnung, wie das und vor allem, jetzt kriegen sie ihn für 9 Millionen. Ja. Weil 12 von den 21 machen die Chargers, aber Chargers. Eigentlich müsste da... Ja, die Frage ist ja, ob es alles Base-Salary sind, weil der kann ja auch Signing-Bonus in diesen 84 Millionen drin haben. Aber wissen wir nicht, wie viel jetzt insgesamt die zahlen dieses Jahr. Okay, aber auf jeden Fall 12 zahlen die Chargers. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal knusprig. Also Billy B hat wieder Dreiecken Elfer, hat gewonnen. Abgeliefert. Komm, kommen wir zum Monday Night Game. Die nicht abgeliefert haben, sind die Giants. Haben wir Giants-Fans hier? Oh, du stirbst. Oh, so, jetzt ist das Mikro. Also, das Mikro. Warte, was war denn der finale Score? Ja. Ich nehme mir jetzt. Guck mal, er wird ganz warte, rot. Warte mal kurz. 24-3 gewinnen die Seattle Seahawks. Mhm. Die Seahawks hatten Franchise-Tying-Game in Sacks. 11 Quarterback-Sacks. Oh. Habe ich noch nie miterlebt. Ich habe noch nie davon gehört, dass man 11 Sacks hat in einem Spiel. Danny Dimes wurde auseinandergenommen. Ja, also das war. Saquon Barkley hat dann doch nicht gespielt mit dem Knöchel, glaube ich, den er hatte. Und boah, die Defense von den Seahawks, da durfte jeder mal ran.
Sag mir Bescheid, ich bin ready zu shooten jetzt. Willst du erstmal raus? Schieß mal erstmal raus und dann holen wir den Giants-Fan rein. Was hast du dazu zu sagen? Ich will auf jeden Fall Mark hören, weil der hat es bestimmt auch gesehen, Monday Night. So, lass ja, doch erstmal. Mark ist ein Football-Fan. So. Nein, ich meine. Im professionellen Football. Tut mir leid, dass ich mal langsam anfangen muss, aber ich bin kein schneller Schießer. Das ist okay. Und zwar, dafür haben wir Björn. Es war, Patrick so. Dafür haben wir Björn. Er ist halt ein alter Mann. Alter Jokes hier. Der Margin of Error in der NFL ist halt so. Das heißt nur so. Der Raum für Fehler. Der Raum für Fehler. Und ein Team muss nicht unbedingt viel besser sein, aber wenn es nur ein bisschen besser ist, sieht es schon viel besser aus. Und ich meine, guck dir das erste Quarter an. Das erste Quarter war richtig tight, okay? Es war tight. Ja, du guckst wie tight Booty von Patrick. Du guckst dir das Spiel an, du dachtest halt nicht, okay, das wird jetzt ein Blower. Und statistisch gesehen, Jones, ich meine, seine Completion, seine Attempts und Completions waren gut. Zustimmt. Ja, ich glaube, was. Waren gut, 27 von 34. Dankeschön. Aber zwei Picks und einer davon war natürlich ein Pick 6. Das macht dann schon wieder einen großen Unterschied. Ist aber auch schwer, wenn du 11-mal gesackt wirst und du weißt halt, hey, du versuchst den Ball schnell runterzuwerfen und die Sekunde, wo du einen Shot takest, kriegst du selber einen Shot und dann ist es eine INT. Wie auch immer, wie du keine Footballspiele gewinnen kannst, ist, wenn dein Quarterback der Leading Rusher ist. Guck dir mal die Stats an, wer ist der Leading Rusher? Danny Dimes. Wenn dein Quarterback der Leading Rusher ist, kannst du keine NFL-Spiele gewinnen. Jetzt gucken wir auf der anderen Seite. Außer Lamar. Außer Lamar, okay. Er ist die Ausnahme. Er ist die Ausnahme. Er ist wie Neo, er ist die... Er ist Neo in der Matrix, ey. Er ist der Daywalker bei Blade. Auf der anderen Seite, du hast halt nicht nur Explosive Plays im Passing Game, aber du hast Explosive Games im Running Game. Und so ist die Feldposition wieder anders. Und jetzt noch mit dem Pick 6. Dann siehst du, dann ist es auf einmal, was, 24 zu 6 oder was war es? 27-6? 24-3. 24-3. Und davon war ein Pick 6 von Witherspoon, ne? Der fifth Overpass, also der fünfte Pick, der ja mit Christian Gonzalez so 1A und 1B war. Und der hatte 7 Tackles, zwei Quarterback-Sacks, ein Pick 6, 97 Yards und 4 Quarterback-Hits als Cornerback. Aber eine Sache, halt ich die Fresse. Was? Bist du so? Ich wollte nur kurz sagen, aber... Wir sagen immer, besonders nach einer Niederlage, du musst dir auch ein paar gute Sachen angucken, auch wenn es schwer ist. Für mich, die größte gute Sache, die ich bei den Giants gesehen habe, wie heißt der Kollege? Thibodeau, der First-Round-Pick vom letzten Jahr. Ich glaube, 2 Sacks hatte er und hat sehr guten Pressure generiert und hat alles gemacht, was er machen kann. Aber overall, Team-Win, all phases of football, Seahawks einfach dominiert. Marc, Florian, habt ihr es gesehen? Florian? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Giants. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene an der Sideline gesehen habt mit Brian Daboll, wie er ihm das Tablet hinschmeißt. Ja, also. Und ich finde, man erwartet schon von einem QB, also von einem Teamleader, dann auch eine Reaktion. Und die Reaktion ist irgendwie ausgeblieben. Das sah mir sehr nach Resignation aus. Und wenn wir nach vorne gucken, der Schedule ist jetzt auch nicht so rosig für die Giants. Ich glaube, die haben jetzt bei den Dolphins, dann bei den Bills. Das wird echt, echt krass. Aber mir fehlt, und ihr wisst das viel mehr, mir fehlt die Mentality, so, also dieser Funke, der vielleicht in der Niederlage oder am Rande einer Niederlage dann mal überspringt, wo jemand hergeht und sagt, okay, ich kriege das irgendwie hin. Also, gutes Beispiel aus New York. Ich glaube, Zach Wilson, der verliert das Spiel, aber da hast du irgendwie die Idee, da passiert was in der Stadt so, und im Team. Bei den Giants sehe ich das nicht. Und auch nochmal Zahlen, vielleicht nur zwei. Die Giants haben diese Saison 19 Sekunden insgesamt geführt. 19 Sekunden. Die haben... Zu Hause werden die outscored 64-3. 64-3. Also ich sehe da nicht so viel Positives. Deswegen schön, Kasim, dass du was Positives raussuchst. Ich habe nicht so viel gesehen, ehrlicherweise. Warte, aber lass doch mal Marc jetzt was sagen. Ja. Okay. Nee, ich denke, Florian hat es auch echt auf den Punkt gebracht. Es hat einfach nicht optimal gestartet, das Ding. Die haben, glaube ich, die ersten 6 Quarter keine Punkte gescored. Dann diesen einen Lucky Win gehabt, wo sie diesen Comeback-Win hatten. Es ist echt schwierig, weil du denkst dir, wenn du letztes Jahr zurückkickst,
guckst, die hatten ein Playoff-Game gewonnen und ziemlich dasselbe Roster ist wieder zurück. Und ich weiß nicht, was passiert ist wirklich. Ich weiß nicht, ob es wirklich Zeit ist, schon zu paniken, aber ich denke auf jeden Fall, ich würde mir Sorgen machen als Giants-Fans, weil der Schedule wird nicht einfacher. NFC East ist einer mit der stärksten Divisions da draußen. Also ja, es wird nicht einfach. Also ja, die müssen das Ruder irgendwie rumreißen, aber mal gucken. Ich finde, da war doch noch eine positive Sache. Wir haben über KT gesprochen, den Pass-Rusher, aber insgesamt die Defense. Weil trotz 11 Sacks und wenig Output, 2 Interceptions, war das Spiel ja jetzt nicht komplett. Es war jetzt kein 70-Burger. So diese Defense von Wink Martindale, die hält ja sozusagen irgendwie dieses Team noch im Spiel. Bei 24-3. Und Pick 6 musst du abziehen von der Defense sozusagen. So, genau. Wenn du das jetzt noch abziehst, dann bist du bei 17 Punkten. Eigentlich, wenn du 17 Punkte zulässt, sollte die Wahrscheinlichkeit in der NFL relativ hoch sein. Erwartest du eigentlich, dass du ein Spiel gewinnst, wenn du 17 Punkte zulässt? Und das mit 10 Sacks, 11 Sacks, das ist Wahnsinn. Guck mal, die hatten 160 Yard Passing, die Seahawks, das war's. Und 121 Yard Rushing. Die hatten unter 300 Yards Total Offense. Das wollte ich nämlich, hätte ich auch denn gesagt, wir fokussieren uns gerade auf die Giants, aber die Seahawks Offense, Seahawks-Fans da hinten, ihr seid auch noch nicht da komplett raus, ne? So, das ist halt, das war auch noch nicht die Top-Performance. Ich meine aber, es gab wenigstens mal diesen Funken bei den Seahawks über die letzten Wochen, dass sie doch produzieren können. Es war, wie du es gesagt hast, dann am Ende doch ein gutes Spiel von der Defense, muss man dann noch sagen. Aber warte mal kurz. Aber ich habe noch eine Sache. Warte, ja, eine Sache habe ich noch. Hier weil alle fokussieren sich gerade auf Danny Dimes. Ne? Ist er 45 Millionen Dollar wert im Jahr? Nein, ich glaube, das hat er wirklich eingecashed. Aber wenn du 11 Sacks zulässt, ist es nicht nur dein Quarterback. Ja? Natürlich nicht. Das ist auch deine Offensive Line. Ja. Play Calling, da kommt alles. Das ist eine komplette Shitshow. Aber der Quarterback kriegt natürlich alles gerade ab und ist hart. Das ist halt wirklich hart, ne? Ja, da gibt es ein Bild tatsächlich, oder so ein paar Sequenzen, wo du denkst, ist das ein Screen? Ist ein Screen Pass? Weil es ist Jailbreak, Four-Man Rush und alle sind beim Quarterback und Danny Dimes macht einen Schritt und es sind alle da. Und solche Geschichten wie waren das? Die Minnesota Vikings haben, wie viele Sacks hatte Harrison Smith? 3 Sacks. So, da musst du dann auch irgendwann sagen, pass auf, da hat der Defense-Koordinator den Offense-Koordinator outschemed. Weil wenn so ein Witherspoon 2 Sacks, 5 Quarterback jetzt keine Ahnung hat, dann musst du ja auch irgendwas verkehrt machen, weil Nickel-Blitz ist dann wahrscheinlich für dich ein chinesisches Gericht. Darüber haben wir nämlich diskutiert, ne? Marc, Kasim, wenn wir in der Defense mit unserer Defense heiß waren und wir haben den 4., 5. Sack, dann würde man doch mal denken, dass der Offense-Koordinator sagt, ich packe jetzt da Max Pro rein, Titans shippen meine Defensive Ends, haben die gefühlt kaum gemacht, ja. Also bei jedem Sack waren halt One-on-One-Matchups mit Ersatz Offensive Linemen, ist absurd. Also die haben wirklich gefühlt nichts geblockt und da gebe ich dann auch einen Offense-Koordinator mit Schuld, warum bringst du da nicht Leute rein, und chips die bei jedem Passplay. Wenn du beim 6. Sack bist, 11 sind eine Menge. Ich war mal Teil von irgendwie 7, 8 und es hat sich angefühlt, als wären wir nur da hinten beim Quarterback. Ne? Aber 11 Sacks zu haben, das ist absurd. Das ist absurd. Und ich finde eine Sache noch ganz spannend, die kam ja aus einer langen Woche. Ne? Die hatten ja Thursday Night davor, also die haben ja Zeit. Ist das auch manchmal, wie war das bei euch? Ist das manchmal blöd, eine lange Woche zu haben? Ja, manchmal ist es so, also vor allem eine Bye-Week ist es oft so, dass man auch aus dem Rhythmus kommt, ne? Dass dann Leute dann zugewählt werden. Aber ja, so ein extra paar Tage kann immer backfallen. Das ist ja auch immer das Ding, dass manchmal denn die Teams in den Playoffs, die den Bye-Week haben, auch strugglen so halt, ne? Weil du dann diese eine Woche so ein bisschen rostig bist. Kommt mal raus. Und, okay. Ich will jetzt mal die Seahawker, die German Seahawkers hier hören. So, woran hat's kann euch da nicht sehen. Komm doch mal, Patrick. Sag doch mal erstmal Name, wo kommst du her, wer bist du? Tobi aus der Nähe von Bremen. Hi, Tobi aus der Nähe von Bremen. Komm, setz dich doch mal kurz dahin. Kommt mal, ihr beiden Klappspaden, komm mal hier rüber jetzt. Du bist auch noch dran. Unser Giants-Fan ist auch noch dran. So, ihr müsst euch das mal teilen. Du bist der? Dennis aus Hamburg. So, kennt ihr euch? Okay. Aber ihr seid jetzt zur Bromance. Genau. Warte, aber ihr seid beide reingekommen, habt beide das Seahawks-Jersey gesehen, habt euch nebeneinander gesetzt? Genau so ist es. Ey, aber das ist schon krass, ne? Ey, deshalb nice. Immer verbindet, ey. So nice. Bromance. You son of a bitch. dürfen die jetzt was sagen, oder? So, erzähl mal. Woran, was ist das Problem? Woran hattet ihr gewonnen? Aber woran hattet ihr liegen?
dass da nicht so viel rumkam. Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich leider arbeiten war und das Spiel nicht sehen konnte. Dann muss er antworten. Bing! Outcoached? Outcoached. Okay, das heißt, jetzt generell hast du das Gefühl, dass die Coaching-Staff von deinen Seahawks keinen guten Job macht dieses Jahr. Ach, ich habe gedacht, im Spiel meinst du jetzt. Also ja. Ja, das war keine gute Frage von dir, Patrick. Okay, dann stell du die mal. Naja, wie findest du denn das Monday-Night-Spiel, dadurch, dass die Offense nicht so gut performt hat? Woran lag es denn? Habe ich ja eben auch gesagt. Nein, er hat es nicht verstanden. Jetzt hat er es verstanden. Also Sieg ist mal, ne? 24-3 ist auch super, ne? So, siehst du, Schnauze halten. Siehst du. Er hat sie beantwortet, die Frage. Nein, komm, wir gehen mal, scheiß drauf, die gesamte Saison. Ja? Wie glücklich seid ihr gerade, wo ihr steht? Seid ihr glücklich mit der Performance, was eure Offense da macht? Weil zwei Spiele von vier sah es nicht so gut aus, aber zwei Spiele sah es gut aus, zum Beispiel gegen die Lions. Seid ihr glücklich? Erzählt mal ein bisschen, komm. 13-30 bei den Rams, dann 37-31 gegen die Lions, dann 37-27 gegen die Panthers. Ist okay. Also man hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erwünscht. Also ein bisschen mehr Hype war da. Auch Jackson Smith in Jigba performt noch nicht so gut. Stimmt. Er hat 64 Receiving Yards oder sowas? In vier Spielen? Nicht viel. Auch echt? Von dem hätte ich eine Menge erwartet eigentlich. Ja. Ja. Und sag mal kurz, was war denn bitte mit Jamal Adams an der Seitenlinie los? Na, der war ja nach 9 Plays oder so raus wegen Concussion. Und dann hat er sich irgendwie mit dem Teamdoktor da gebieft oder was war? Hast du das mitbekommen? Ich meine, bis ein Jahr raus darfst du wieder spielen und nach zehn Plays musst du wieder raus. Der war pissed. Ich weiß, was es war. Okay, erzähl mal. Beim NFL-Spiel hast du ja eine Independent sozusagen Doktor, was ist das, Neurologe? Doktorfirma. Okay, ja. Der von der NFL da ist und der muss ja sozusagen die Entscheidung machen, ob ein Spieler Gehirnerschütterungssymptome hat und entscheidet dann dort an der Seitenlinie, du darfst nicht mehr spielen. Und er hat gesagt, du darfst das ist auf dem Feld, ja, also genau, an der Seitenlinie. Jamal Adams ist ja von seiner Verletzung zum ersten Mal zurückgekommen und er hat sich gefreut, wieder am Start zu sein, nach gewöhntem Jahr und musste nach dem paar Plays ja schon raus wie in der Gehirnerschütterung. Er hat gesagt, ich habe keine, aber der Doktor hat gesagt, du darfst nicht spielen und deswegen ist er piss geworden und hat ihn angeschrien. Sorry. So, du warst dabei. Aber danke euch. So, wir gehen. Danke euch. So, komm mal rüber. Ja, komm her. So, OBJ, du bist also, sag mal, du bist der? Lars. Aus Leer. Aus Leer, genau. So, Lars aus Leer in Ostfriesland. Wie wird man denn überhaupt Giants-Fan in Ostfriesland? Hat angefangen mit Manning Beckham, die Connection, und dann bin ich da so hängen geblieben. Aber ich fand die Jersey-Farbe auch gut, blau-weiß, und dann irgendwie. Jetzt frage ich mich auch warum, aber. Aber weißt du was? Ich finde das ja mal sehr sympathisch, dass jemand sagt, ich habe damit angefangen und ich fand auch die Jerseys cool, weil ganz viele nie eingestehen, dass auch die Jerseys und die Farbe und der Swag ein bisschen mitspielt. Hey, aber guck mal, bei uns, bei Togo Touchdown zum Beispiel, die Kids, die fahren auf Spieler ab oder auf Jerseys oder auf irgendwelche Logos und sagen, hier, ein Panther, finde ich gut. Ja, also so. Ja, aber dann erzähl doch mal, what the fuck ist los bei den Giants? Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit und habe überlegt, ich war in London, wie ihr auch, und habe das Spiel gesehen gegen die Packers. Und als Giants-Fan ist man ja einiges... Setz dich mal. Storytelling. Das Spiel letztes Jahr? Mach mal in London, genau. Genau, da war, ja, war ich da. Und zur Halbzeit dachte ich auch, okay, ist wieder so ein normales Giants-Spiel. Und es wird irgendwie... Es war ein schönes Erlebnis, schönes Stadion. Aber da war irgendwie der Funke da, als sie das Ding gedreht haben. Und ich dachte, das, was Dable da reingebracht hat, als er angefangen hat, dass da irgendwie so ein Funke da ist, auch dann dieses vollendet mit dem Playoff-Sieg gegen die Vikings. Coach of the Year, oder? Coach of the Year, dass dieses Jahr irgendwie auch daran angeknüpft wird. Deswegen ist natürlich die Enttäuschung umso größer und ich fand bezeichnend eigentlich dieses Bild nach dem Pick 6, als er Daniel Jones anguckt, auch so ein bisschen und für mich so ein bisschen fragend, warum haben wir so viel Geld in die Hand genommen? Und ich glaube, Giants-Fans haben immer gedacht, okay, er ist es irgendwie wert, er zeigt es noch, er kommt noch und es wird soweit sein und dann werden wir euch allen zeigen. Ja, und da stehen wir heute und
Die Frage ist, war das die richtige Entscheidung? Ja, guck mal, vor allem, okay, wir können alle eingestehen, dass Saquon Barkley fehlt. Ja, wenn so ein Spieler fehlt, ja, dann hast du halt auch ab und zu mal die Arschkarte. Aber kann es sein, letztes Jahr, weil ich war bei diesem Spiel, ich habe das kommentiert und es war ja so ein Comeback und die haben ja ganz, ganz viele Spiele mit so einem One-Score-Game ganz knapp gewonnen. Mhm. Und da hast du richtig so eine Teamchemie gesehen und da kann es sein, dass letztes Jahr einfach so dieser Überraschungseffekt da war. Auch letztes Jahr hat keiner an die Giants geglaubt und irgendwie haben die es hinbekommen, ganz viele Spiele ganz knapp zu gewinnen. Ist es jetzt einfach so, wir wissen jetzt, wer diese Giants sind und jetzt können wir uns besser darauf vorbereiten? Vielleicht, aber da gab es ja auch Wege, durch gutes Coaching das irgendwie zu umgehen. Die Defense hat gut abgeliefert und bei den Seahawks, da ist jetzt ja auch Julian Love, der, glaube ich, letztes Jahr als Teamleader, glaube ich, nochmal viel gemacht hat. Vielleicht war das auch der Funke, so die Kombination aus guter Defense, Barkley, der, glaube ich, Daniel Jones oft den Arsch gerettet hat. Mhm. Und vielleicht einen Euro mehr hätte bekommen sollen als Daniel Jones. Und ja. Das ja, Barkley hat jetzt erst 12 Millionen bekommen und Danny Dimes 45, ey. Ja. Hm. Ich glaube halt da vielleicht abschließend und dann können wir wieder tauschen. Ich finde dieser Platz, der strahlt absolute Kompetenz aus. Du machst das gut. So. Also ich glaube, wenn ich Daniel Jones anschaue, frage ich mich, ist er im Lockerroom der Leader, von dem alle reden? Garantiert nicht. Weil das immer das Thema ist, Daniel Jones ist der große Leader und er geht voran. Aber wenn ich so diese Körpersprache anschaue, dann frage ich mich schon, ist er das wirklich? Also ich kann vielleicht hier von den billigen Plätzen mal dazu was sagen. Ich erwarte eigentlich... Aber es sind schöne Plätze auch. Sind umsonst. Ja. Das war jetzt nur sinnbildlich. Aber egal. Tatsächlich würde ich erwarten von meinem Franchise-Quarterback, dass wenn er runterkommt und ich bin der Headcoach und Brian Daboll ist mein Offense-Koordinator, der sagt, was hast du dir denn dabei gedacht? Und du musst doch hier, da will ich eine Reaktion von meinem Team. Der hat runtergeguckt und die Schultern genau hängen lassen. Und da will ich eigentlich eine Reaktion wie, Digga, geh mir nicht auf den Sack, ja, ich lieg nur auf dem Boden, verpiss dich. Weil dann weiß ich wenigstens, der Typ hat noch einen Puls und ist noch am Leben. So bei Danny Dimes, weißt du, wenn du dich dann hinsitzt und das Ding zum Kinn nimmst und dann sitzt er da und dann fragt er ihn nochmal, schmeißt das Tablet hin, da freut man sich ja fast, dann will man ja eigentlich wieder Tom Brady sehen, der so ein Tablet nimmt und schmeißt. Ja, und, so, also ja, aber dann Scheiß, weißt du, der Typ ist ein Competitor, ne? So, und bei Danny Dimes weiß ich auch nicht, vielleicht ist er einfach zu nett. I don't know. Danke dir. Vielen Dank. Und ich meine, sowas bekommen doch auch Teammates mit an der Sideline. So, warum geht da keiner hin, ne? Und sagt, ey. Ja, aber nochmal ihn zu verteidigen. Das ist nicht nur Danny Dimes. Nein, aber er hat auch. Aber ich finde, da sind auch eine Menge andere Spieler, die eine Menge Geld verdienen und da war auch nichts. Ja? Die übernehmen kein Ownership für dieses Team. Also das ist gerade nicht nur der Fall, dass Danny Dimes das Spiel für die verliert, sondern die gesamte Offense ist einfach Dudu. Weißt du, was Dudu nicht Dudu ist? Wir beide bewegen jetzt mal unseren Arsch von unseren Plätzen und setzen hier mal zwei Bromantiker hin, die one-on-one sich jetzt battlen. Wer ist up for competition? Warte, Schätzfragen. Oh. Best out of five. Also ihr könnt nicht falsch liegen eigentlich. Warte doch, ich will doch gar nicht erklären. Kill doch nicht die Vibe. Ich mach hier frei in der Mitte. Wer ist up for competition? Also, komm her. Oh. So, wir haben da hinten. Ja, Edi Bali, komm mal her. Ich hol ihn persönlich. Ist das jemand anderes? Guck mal rein drauf. Ja, nimm mal mit. Interview mal gleich deinen Edi Bali. Komm ran. Ja, so, haben wir Edi Bali. Hast schon jemand anderes von den Packers ausgesucht? Ja, warte. Muss die Kamera. Mikrofon. Boah, hat Kassim. Kassim, setz dich hier auf. Wir teilen. Beide Bromantiker sitzen da drüben. So, stellt euch mal vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Du bist Kassim Edi Bali aus Schnelsen, wie wir sehen. Kassim Edi Bali aus Hamburg, genau. Okay. Hautfarbe ein bisschen geändert, aber sonst geht's. Das macht nichts. Nein, Jonas aus Bremen bin ich. Jonas aus Bremen? Hi, Jonas. So, und auf der anderen Seite haben wir müssen mal kurz... Hallo, ich bin der Marvin aus Tirol und bin auch. Marvin aus Tirol! Der Marvin aus Tirol! Was ist da? Deine Lehrerinnen und Lehrer wissen aber, du bist hier, du darfst hier sein. Du hast jetzt kein Curfew, was du gerade hier schwänzt oder so, ja? Ihr habt nur gesagt, das hat was mit Football zu tun, also. Ja. Okay. Also, wenn nicht. Also, einer eurer Klassenkameraden oder Kameraden könnte jetzt das vielleicht schicken und ihr könntet vielleicht heute Abend noch Probleme kriegen. Aber du bist doch schon 18, oder?
Ja, eben. Ja, aber es ist auf Klassenfahrt. Ja, aber es ist immer noch wissen, wer macht eine Klassenfahrt aus Österreich nach Hamburg? Wie scheiße ist diese Klassenfahrt? Ja. Alter, was? Buh, hau ab, Alter, geh mal weg. Hey, sorry, ey. Was geht dir jetzt? Sorry, ich hätte dafür nicht bezahlt. Ich hätte zu Hause geblieben, ey. So. So. Geh mal nach Brandenburg. Ja, da geh ich auch. Ja, Gott sei Dank. So, danke. Es geht jetzt um euch, nicht um den alten Babsack hier. Also es sind Schätzfragen, ihr kriegt Karten, auf die müsst ihr raufschreiben. So, oh, zwei. Platz weg hier, was ist das denn? Ja, so sind Hamburger. Ich stehe auf. So, Gott sei Dank, weg ist er. Gib euch mal Stifte. Also Antwort raufschreiben, wer dichter dran ist, kriegt einen Punkt. Genau. Richtig. Wir haben 5 Fragen. Seid ihr bereit? Ihr müsst schnell schreiben, bitte, ja? Okay, erste Frage wird gestellt vom Mann, der die ultimative Kompetenz hier hat. Also nicht Björn Werner. Schätzfrage Nummer 1. Wie viel Rushing Yards hat Chicago Bears Quarterback Justin Fields bisher in seiner Karriere? Rushing Yards. Bisher in seiner Karriere. Schätzfrage. 3, 2, 1. Zeigen bitte. Umdrehen. Zeigt sie Florian und Florian liest es 3576. 3000. Die richtige Antwort ist 1697. Glückwunsch. Ah, Kassim, 1-0. 1-0. Maschine. Frage Nummer 2. In welchem Jahr wurde Washington Commanders Quarterback Sam Howell geboren? In welchem Jahr? Ich weiß. Marc spielt zu Hause mit, man sieht richtig. Aber das ist cool, wie hier mitgeraten wird. Umdrehen bitte. Wir haben beide 2000 und ja. Das war 99. Nee, beide richtig. Scheiße. Krass. Nee, wirklich? Ja. Ja. Oh, geil. Krass. Geil, Jungs. Ey. Respekt. Supergeil. Steht so. 2-1. Dann gleich in die nächste Frage. Wie viele Punkte haben die Bears diese Saison in den ersten 4 Spielen zugelassen? Wie viele Punkte haben die Chicago Bears diese Saison bisher zugelassen? Eure Antwort jetzt? 109 zu 97. Ihr seid immer noch beieinander. Das ist der Ausgleich. 137 Punkte sind es. Also. Oh, Tirol schließt auf. 2-2. Heute Abend sind zurück in die Jugendherberge. Ich hab rasiert. Geil. Oh, ist das jetzt schon die Gretchenfrage? Nein, eigentlich darfst du die Punkte gar nicht zählen, Mann. Das steht 1-1, diese extra Punkte. Weil wir haben ja Best Out of 5. Wir haben ja noch 3 Fragen, ne? Nee, 2 Fragen. Ah, ja, Mann. Die stellen wir noch. 2 haben wir noch. Okay, dann schieß mal los. Wenn entweder 2-2 oder 1 sein soll. Okay. Frage 4. Bei wie vielen Spielzügen stand Chicago Bears Starting Running Back Khalil Herbert in dieser Saison bisher auf dem Feld? Bei wie vielen Spielzügen? Boah, das ist easy. Boah, das ist easy? Ja, das ist eine einfache Frage. Was ist so ein Durchschnitt von so einem Running Back pro Spiel? Deswegen, ich weiß genau. Oh, du musst ja wissen. Da weiß man doch alles normalerweise, oder? Wie viele Snaps, offensive Snaps hast du? Wie viel Prozent nimmt er davon? Mal 4 und dann hast du. Will ich verraten. 3, 2, 1, Abfahrt. 62? Ja. 138. Dein Punkt, 142, richtig nah dran. Wow. Krass. 3, 2. So, pass auf. Das ist die entscheidende Frage hier. Innsbruck muss ausgleichen. Okay, dann vielleicht mit dieser Frage. An welcher Stelle wurde Commanders Wide Receiver Terry McLaurin im NFL Draft 2019 gedraftet? An welcher Stelle? Also den Pick, Leute, nicht die Runde. Nicht die Runde, die Pick. Ist uns egal. 32 Picks pro Runde. Björn gibt nur Tipps hier, ey. Was ist los? Ey? Wir müssen helfen. Und ausschreiben. Let's go. Oh, was haben wir? 15 und 17, nee, das heißt, er war erste Runden-Pick war. War er nicht. Also er hat 17 gewonnen. Er war dritte Runde.
Also ist Ausgleich jetzt. Oh. Und wurde an 76 gepickt. Warte, wir brauchen noch eine Frage. Wir haben noch eine. Wir haben noch eine. Achso. Die entscheidende Gretchenfrage. Okay, komm, entscheidende. Wie viele Punkte haben die Washington Commanders diese Saison in den ersten 4 Spielen erzielt? Wie viele Punkte? 5 Sekunden Zeit ab jetzt. Nur Commanders-Fragen hier. Und Bears. Eine Bears-Frage. Nein, das andere war auch Chicago. Insgesamt. Oh. 82, oh. 83. Herzlichen Glückwunsch. 9. Oh. Geil, Mann. Krass, Mann. Ey, krass. Krass abgeliefert. Auf jeden Fall. Also, der Preis. Kasime Dybali kriegt natürlich das Football-Bromance-signierte Jerseys von allen. Herzlichen Glückwunsch. Beide richtig stark. Beide richtig stark, muss man sagen. Aber auch du gehst mega gut. Mega gut. Applaus für die beiden. Gut gemacht. Geil. Ey, trotzdem heute Abend Party, ja? In der Jugendherberge. Ja, ja. In der Stadt, die du so scheiße findest. Ja, ja. Ah, ich bin ja hier. Heidewitzka, sag mal. Ja, das macht Spaß, das ist cool. Das macht Spaß. Ja, das ist echt cool. Das Bromantiker-Duell ist viel spannender als das, was wir hier labern. Thursday Night Preview? Thursday Night it is. Morgen. Es spielen die Chicago Bears bei den Washington Commanders. Das sind die ganzen Fragen, ja? Ich glaube, wir müssen direkt mal den Mann zu Wort kommen lassen, der gegen beide Teams wahrscheinlich gespielt hat, Magne Socha. Also nö. Nö, danke. Marc, wer gewinnt das Spiel? Gib mal eine Einschätzung. Ist Justin Fields die Zukunft in Chicago, nachdem er jetzt ein gutes Spiel wieder hatte? Mhm. Aber Sam Howell, was denkst du von ihm? Ja, da hatten Patrick und ich eine heiße Diskussion im Podcast. Was sagst du? Wer gewinnt das Ding und warum? Ah, ich denke auf jeden Fall, ich denke, die Commanders machen das. Ich denke, die Commanders haben echt eigentlich eine gute Saison bis jetzt. Die haben ja das ganz knappe Ding gegen Eagles verloren. Sam Howell macht echt eigentlich einen guten Job. Ist er Elite? Absolut nicht, aber ich denke, er ist echt ein solider Quarterback, der das Team, ich denke, der kann die bis in die Playoffs führen. Also ich bin echt überrascht so bis jetzt, wie guten Job er macht. Und bei den Bears, wie gesagt, ich denke, da ist die Bude brennt. Ich glaube, da ist so viel einfach falsch. Ich kenne ja Matt Eberflus, den Headcoach, er war damals ein Coach von mir. Ich weiß, was er für ein Hitzkopf sein kann. Und ich glaube, da läuft einiges falsch. Oh, warte mal, Marc, du kannst hier nicht einfach sowas droppen. Erzähl mal. Boah, ja, also das müssen wir alles mal privat irgendwann mal. Oh. Er ist ein Charakter. Okay, muss man also so sagen. Er kann wild sein, sagst du, ja? Er kann auf jeden Fall sehr wild sein. Also sagst du, Commanders wird es hinkriegen. Kurze Frage, Justin Fields, ist Matt Eberflus der Erste, der abhaut, oder Justin Fields in einem Trade oder sowas? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Matt Eberflus wird die Saison durchspielen. Ich glaube, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr den ersten First Overall Pick bekommen und dann Caleb Williams nehmen. Und dann traden die Justin Fields weg. Ich glaube, das ist so meine Prediction. Was sagt ihr? Chicago, Washington? Chicago hat das Spiel letzte Woche weggegeben gegen die Denver Broncos, ne? Erlauben zu viele Punkte. Coaching. Erlauben 34 Punkte pro Spiel. Aber, muss man auch sagen, die Commanders produzieren relativ viele Turnover, glaube ich. Ich glaube, die haben 8 Turnover schon produziert. Das ist so eine kleine Chance, die ich sehe. Ich frag das mal so, Kasim, Patrick, Marc, alle hier, die sagen, du bist 0-3. Du spielst gegen die Denver Broncos, die auch 0-3 sind. Du führst, gibst es in den letzten Sekunden weg und verlierst auch so ein Spiel. Das ist erstmal eine harte Niederlage, ne? Bist 0-4. Wie motivierst du jetzt dich selber auch als Ex-Spieler? Ne, wer muss jetzt mal auf den Tisch schauen da? Weil meine Meinung ist, das kann ein Coach gar nicht mehr machen, weil jetzt ist es langsam mal die Ehre von den Spielern, wo ich sage, wir haben das jetzt sozusagen weggeschissen, diese Niederlage, und let's go, lass mal für uns jetzt spielen. Scheiß mal, was der Coach sagt, die Franchise, wie auch immer, und wir müssen jetzt mal umdrehen, das Ding hier, oder nicht? Ja. Soll ich reden? Okay, gut. Hab ich gefragt. Ja. Also, pass auf. Was du angesprochen hast von über die Giants, wo dir halt dieses bisschen fehlt, ja. Für mich persönlich, das haben die Commanders. Genau das. Weil auch, guck mal, ich meine, gut gestartet, 2-0, glaube ich, dann gegen die Bills verloren, Woche 3. Ja. Dann gegen die Eagles, knappes Ding in OT. Und auch, wenn du auf Papier die beiden Teams anguckst, wo sie verloren haben, so, ja, das ist das schlechtere Team. Aber die haben Biss. Die geben Gas und zeigen dir nicht, dass sie Meilen hinter dir sind. Sondern sagen, ey, wir sind vielleicht ein bisschen hinterher, aber pass auf, wenn du nur einmal zurückguckst, wir sind gleich in deinem Schatten. Und deswegen glaube ich, weißt du, was ich meine? Ja. Danke. Nein, aber deswegen glaube ich, komm raus,
Und einfach den Hunger, den sie in dieses Spiel bringen, weil wenn du wie die Bears gerade verlierst, dann gibt es wirklich einen Punkt, da implodierst du einfach, weil das ist so schwer. Dann bist du als Organisation in einem Punkt und das ist super toxisch und super gefährlich, wo nicht nur die Spieler alle zeigen, so ey, seine Schuld und du willst dein Geld weitermachen, du willst deinen Job behalten, du willst nicht, dass ein Backup jetzt deinen Job bekommt, weil ihr alle schlecht spielt. Okay. Und dazu sind ja nicht nur die Spieler. Ich war auch schon dabei, wo auf einmal die Coaches alle sagen, ja, ey, die Line, wir haben einen guten Job gemacht, aber die Linebacker füllen diese Gaps nicht. Und dann hast du eine Organisation, wo alle, wie Spider-Man-Meme zu fünf, sie so aufeinander zeigen. Ey, aber da denke ich immer, Kasim, da muss doch irgendjemand im Lockerroom mal aufstehen. Da ist doch irgendjemand, der klar geradeaus denken kann. Hoffentlich einer, und der dann aufsteht und sagt, ey, pass auf. People, come on. Stimmt. Get your shit together. Aber wenn du in einem Lockerroom bist, wo es einfach um deine Existenz und finanzielle Existenz geht, dann werden die meisten immer sagen, mir ist es wichtiger, dass ich meine Checks bekomme, als dass wir anzuecken. Ich weiß nicht, ich habe einmal verloren, mein erstes NFL-Spiel habe ich verloren. Ich habe einen Spin-Move gemacht, Matt Ryan ist rausgescrammelt, wir haben verloren. Ich denke so, shit. Und ich habe trotzdem meinen Game-Check bekommen. Ich denke so, oh geil, weißt du? Okay, nein, aber es gibt halt viele, dann ist halt Money über alles andere. Aber die besten Organisationen, und dann habe ich auch Spieler gesehen, Money ist cool und so, aber die halten wirklich alle accountable, dass jeder sagt, pass auf, wenn wir gewinnen, essen wir alle. Okay, deswegen, das ist the common good. Was immer fürs Team gut ist, ist auch für den Individuellen gut. Und du guckst dir die besten Organisationen an und guck dir die Eagles an. Guck dir, wie die Offensive Line zusammenspielt. Weißt du? Guck dir Bills. Du weißt genau, welche die Organisationen sind, wo du weißt, ey, ich weiß ganz genau, in dem Lockerroom sind alle füreinander da. Und in dem Lockerroom, da sind sie alle nur für sich selbst da. Also ich glaube tatsächlich, ich tippe natürlich auf die Commanders, weil sie gezeigt haben gegen Philly, dass sie auch down and dirty gehen können. Ja. Ne? Die können auch den Ball laufen mit Brian Robinson und tatsächlich das Spiel physical machen. Und da siehst du wieder die Handschrift von Riverboat Ron Rivera, dem Hauptübungsleiter, defensive minded, alter Linebacker. Du siehst die Mentalität dieses Teams. Die haben Grit und weißt du, wenn du gegen Philly, gegen so eine gute Defense, ne, zumindest versuchst, den Ball zu laufen und das Ding physisch mit der Defense, mit der Front auf einer Ebene spielst und dann selber eine Defensive Line hast, die auch den Motor anstellen kann, ich glaube, dann bist du einfach besser dran als in Chicago, wo einfach so viel im Limbo ist. Die sind noch voll in der Findungsphase, Hauptübungsleiter. Ist Justin Fields wirklich der ist? So, manchmal ja, dann manchmal wieder nein. Dann siehst du ihn in der Pressekonferenz und da sieht er unmotiviert und gelangweilt aus. So. Manchmal, wo ich mir denke, ja, ist er jung oder ist es ein Typ, tue ich ihm vielleicht Unrecht. Aber am Ende des Tages zählt nur eins, was lieferst du? Und sie sind 0-4 und die Commanders haben gegen Philly ein heißes, physisches Team physisch mitspielen können. Und dann sage ich dir, dann werden sie auch die Chicago Bears schlagen. Und ich vertraue Riverboat Ron und Eric Bieniemy über dem, was da in Chicago los ist. Und wenn Dallas weiter so Achterbahn fährt in der NFC East, dann Washington vielleicht auch nochmal nach oben da. Obwohl die Defense in Dallas ist schon richtig. Also jeder tippt auf die Commanders? Ja. Haben wir einen Commanders-Fan hier? Haben wir einen Chicago Bears? Haben wir einen Bears-Fan hier? Nein. Okay. Haben wir Glück gehabt. Guck mal, wir reden drüber am Freitag im Podcast. Ich muss da mal reingrätschen. Oh. Grätsch mal. Denn der Chat hat ein bisschen Angst, dass das die hässliche Bertha wird. Wir können einmal gerade hier den Chat einblenden. Hässliche Bertha? Bei 3-3-Team gibt es ja nicht. Deswegen, das ist jetzt die Frage, Bertha, die ich euch mal gerne stellen würde. Ja, ich glaube, 4 gegen 2-2 wird es eine hässliche Bertha. Ja, nee, Commanders knetzen die Bears ins Drama. Das wollte ich auch noch zeigen, genau. Commanders knetzen die Bears ins Drama. Einmal mit Z, aber. Nein, hier ist die falsche Definition von der hässlichen Bertha. Die hässliche Bertha ist nicht, wenn Not gegen Elend spielt, sondern wenn ein gutes Team gegen ein schlechtes Team spielt, ein Trap Game, so ein sogenanntes Trap Game. Das ist die hässliche Bertha, wenn du denn das Spiel verlierst, weil du nicht fokussiert warst, dann kam die hässliche Bertha raus. Die hässliche Bertha kommt ja eigentlich aus einem anderen Patrick hat das so. Aber die hässliche Bertha. Mark weiß, was die hässliche Bertha ist. Okay, aber es ist keine hässliche Bertha-Game. Nein,
Ist nicht. Das sind zwei hässliche. Ich glaube, da wird trotzdem. Mittelhässlich. Ich glaube, es wird spannend. Werden wir sehen. Wenn wir Freitag dann besprechen im Scouting Report. Komm, wir schauen mal aufs Wochenende voraus. Ja, wir gucken mal. Gucken uns mal an, was wir für Spiele hier haben. Was gibt's denn so? Spielberg, skinnet's mal rein, Spielberg. jetzt fährt er mit der Maus so. Über den Screen. So, London, wer ist in London dabei bei den Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills? Oh. Florian. Oh, da drüben. Oh, Carlo ist da drüben. Okay, herzlich geil. Nice, das wird ein geiles Spiel. Ja, ich freue mich. Im Tottenham Stadion, mega nice. Wird eindeutig, aber wird schön. Pass auf, wer das alles kommentiert, das alles ein bisschen durcheinander, haben wir jetzt rausgefunden. Das ist noch nicht hundertprozentig. Ja, ich glaube. Das, was da steht, ist hundertprozentig. Okay, das ist hundertprozentig. Genau. Immerhin. Mal gegen Markus Kuhn in London. So, dann das erste Spiel um 19 Uhr, das zweite Spiel. New York Giants gegen Miami Dolphins. Wer spielt ist hundertprozentig. Ja. Ja, wer spielt ist hundertprozentig? Ja, Jan Stecke, Sebastian Vollmer und dann RTL Plus Spiel Carolina Panthers gegen die Detroit Lions. Bist du jetzt Backup, Björn? Ich bin Practice Squad, ich bin gar nicht dabei. Ich darf nicht arbeiten, ey. Ich wurde demoted, ey. Runter. Ich bin ganz nach hinten gerutscht, aber ich bin noch ein von Björn. So, Sonntag. Das letzte Spiel, die Philadelphia Eagles gegen die Rams, die echt ein Überraschungsteam sind, muss man sagen. Nakua. Eine Matata. Geiles Spiel. Ein Rekord, ne? Als Rookie, nicht nur als Rookie, er hat die meisten Receiving Yards ever in den ersten vier Spielen und Receiving Touchdowns und Catches. In allen drei Kategorien hat es noch nie ein Receiver geschafft, so viele Stats. Also Triple Crown krass. Der ersten vier Spiele. Ja, ich sag Message Stefan. Und hat er sich nicht so feiern lassen im letzten Spiel, dass er fast irgendwie die Postgame-Speech ja, im Locker-Room verpasst? Ja, das war nicht total geil. Er hat den Gameball bekommen, er war der Einzige, der noch draußen war. Ja. Gerade wo er, der Name sozusagen, wo ist total er? Cool. Und dann ist er gerade reingerannt. Mega total cool. Ja. So, das war das. Ich bin gespannt, ich freue mich auf das Spiel. Ich finde es ein mega gutes Spiel. Also, seid ihr alle zum ersten Mal in London dabei? Oh, sorry, die waren alle schon letztes Jahr in London dabei. Ja, du kriegst so oder so hast. Du kommst hier nach Hamburg, nach Norddeutschland und sagst, Hamburg ist scheiße. Geht ihr ins Gym trainieren ab und zu? Wir lauern ihn zusammen auf. Zone Gym in Nord-London. Hör mal auf, Werbung zu machen. Das ist mein Kollege. Nein, Zone Gym. Wenn ihr Zeit habt, geht hin. Ich werde zu. Nein. So, sei mal leise. So, kein Gym hier. Ey, komm. Nein, geht nicht. Gym, ey. Das nee. Sind meine Kollegen. Nein, es wird hier kein Kollege genannt. Der einzige Kollege, der hier genannt wird, ist Cyberport. Weil ohne Cyberport wäre das hier nicht möglich. Vielen Dank, Cyberport. Vielen Dank an den, der Player, der uns das hier möglich macht. Ganz, ganz großen Dank natürlich an die Bromantiker, an euch. Ihr solltet euch mal selbst Applaus geben. Das war's. So, dann müssen wir noch mal großes Danke sagen an die Menschen da hinter dem Pult. Steven Spielberg, wink mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Tonmann rechts, DJ Bobo, extra für euch. Sag Halleluja. Und natürlich. Der Anhalter Sami Schumanji. So, Björni, das war's schon wieder. Auch danke an den Chapman, an Marc. Ich wollte das gerade zu dir rüber. Björn ist der eine, der will schnell weg aus Hamburg. Merkt ihr gerade, ne? Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Marc, dass du die Zeit genommen hast. So schnell raus. Ich hoffe, du bist nochmal am Start. Wie kriege ich hier nochmal rein? Gerne, immer wieder. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich hast. Guck mal, ey. Leute, es ist so schön, wenn man Björn länger kennt, dann merkt man, er kam hier rein mit richtig viel Energie und jetzt war in seinem Kopf, ich bin müde, ich bin ja, danke Marc, danke, tschüss. Danke euch alle. Wenn du vier Kinder Marc, mach es gut. 21:30 ist Game Over, ey. Marc, mach es gut, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, spätestens bei den Deutschland-Games. Wir freuen uns auf dich. Danke, Flo, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und natürlich auch danke, Kasim Edebali. Du bist der Geilste, egal was Björn sagt. Björn, Gott sei Dank fährst du wieder nach Brandenburg. Glaub mir, ich will auch nicht länger hier bleiben. Guck mal. Er kann bei mir schlafen. Wir haben noch gestern. Nein, danke, ich will nicht länger. Guck mal, nein, danke. Nein, danke, ich möchte nicht länger in Hamburg bleiben, als ich muss, ey. Alles gut. Okay. Oh, wenn ich hier ausschaffe. Also mit es ist doch nur ein Scherz, Mann. Nein. Warte, nein. Ja. Es gibt nur einen Grund, warum ich so rede. Weil Patrick jeden Menschen, den wir treffen, egal wo in Deutschland oder in den USA beim Super Bowl,
muss jener sehen, wie geil Hamburg ist. Und der Norden ist das schön, so oder nicht? Hey! Hey! Warte, warte. Das ist Patrick. Hey, how are you doing? I'm good, how are you doing? Hamburg is the greatest. I didn't ask. Hamburg is the greatest. It's the best city in Germany. Ihr wisst, bei Romania hatten wir super Gäste. Also, weißt du, Patrick kommt dann zuerst rein und sagt, hey, how you doing? Hamburg is the best. Und dann kommt Jenny immer rein von der Seite und so fort. Have you heard about the European League of Football? Jedes Mal ein Tag-Team. Okay, an diesem Punkt machen wir für heute Schluss. Danke, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt. Nochmal danke an Cyberport und an den der Player. Wir sehen uns nächste Woche. Selber Kanal, selbe Zeit, fast dieselben Gesichter. Und wir beenden das Ganze wie immer mit den berühmten letzten Worten. Ihr wisst Bescheid, oder? Aber laut, mit hoch die Hände, Wochenende und so, ne? Also, 3, 2, 1. Tschüss.